Das sind immer so Sachen, die man noch abchecken muss bei uns. Okay. Nämlich der Herr Vorsteller. Muss da so reinkommen. Jetzt geht's aber los. Was? Ich hab dir zugelegt, was ist dein Problem? Hallo. Du hättest dich vorher schon vorstellen können. Das... Okay. Also, wir reden heute über PureScript. Hey! PureScript! Eine Umfrage, wer von euch hat schon mal PureScript benutzt? Oh, cool. Okay, dann na. Zweite Umfrage, wer von euch hat schon Haskell programmiert? Weil ich muss jetzt mich, wir müssen uns jetzt entscheiden, wie wir das genau abstrukturieren wollen. Ich habe ein paar Tabs oben, also alles rechts von der Mitte. Ich fange einfach mal an mit der Beschreibung. Und ich glaube, am besten für die Beschreibung ist so erstmal die erste Seite. Also man geht auf purescript.org und dann wird man begrüßt von der Seite. Das Logo ist sehr schön. Daran kann man die Sprache schon mal erkennen. Sollte man sich einprägen. Ja, was ist PureScript? PureScript ist eine Programmiersprache, die runterkompiliert auf JavaScript. Und zwar relativ direkt. Und PureScript ist eine Sprache, die auch relativ direkt ausschaut wie Haskell und sich programmiert wie Haskell. PureScript ist nicht lazy wie Haskell und hat keine Laufzeitumgebung erstmal, selbst keine Laufzeitumgebung, sondern es ist strikt evaluiert. Das bedeutet, wenn man... Okay, ich werde das jetzt nicht definieren. Also wenn eine Funktion zwei Argumente hat und man will die Funktion aufrufen, dann werden erst die Argumente komplett ausgewertet, bevor die Funktion aufgerufen wird. Bei Haskell ist es anders. Bei Haskell wird aufgerufen, was man halt von außen sagt, was gebraucht wird. Also welche Werte am Ende gebraucht werden. Und warum ist das Ganze strikt? Weil das am einfachsten ist, direkt nach JavaScript zu übersetzen. Haskell, wenn man übersetzt, es gibt GHC.js, das braucht eine Runtime. Es muss die Haskell Runtime einmal komplett nachbauen in JavaScript oder in Node.js oder was auch immer man gerade runterkompilieren will. Und bei GHC.js sind es so an die so ein Megabyte an Sourcen, die dann noch jedes Mal dazukommen, wenn man ein GHC.js-Projekt im Browser laufen lassen will. Und bei PureScript sehen wir dann gleich, ist relativ simpel eigentlich. Was man noch darüber sagen kann, es ist simpel. Es ist eine sehr, es ist eine sehr einfache Programmiersprache, die sehr einfache, sehr direkt auf JavaScript mappt. Und es hat sehr guten JavaScript Foreign Function Interfaces. Du zeigst uns bestimmt später mal, wie das JavaScript ausschaut, was da rauskommt. Geil. Ja. Ja, wie machen wir weiter? Soll ich erst noch eine Sammlung machen, was ihr wissen wollt zu PureScript, oder soll ich anfangen? Ich hätte jetzt angefangen mit einem Vergleich zwischen Haskell und PureScript, also einfach mal syntaxmäßig zu vergleichen. Man sieht hier rechts schon, das ist relativ ähnlich, aber es hat einige Abweichungen. Und zwar wird die Programmiersprache auf GitHub gehostet und da gibt es ein Documentation Repository. Ich werde alle diese Links nachher in eine Sammlung tun, damit ihr die nachvollziehen könnt. Und ich werde auch viel nur verlinken auf coole Projekte oder Ressourcen. Das habe ich gerade erklärt. Evaluation Strategy, keine Runtime, kein direktes Mapping auf JavaScript. JavaScript hat eine Runtime. Also zum Beispiel V8 oder wie heißt die vom Firefox? Früher war es mal Gecko. Gecko war doch die Rendering Engine. Die Rendering Engine war Gecko. Monkey? Spider Monkey. Genau. Und die Runtime wird zum Beispiel in Node.js einfach aus dem Chromium-Browser rausgezogen und in Node.js als headless Runtime benutzt. Die heißt V8. Realwelt-Motor-Architektur. Freelit, das sehen wir nachher. So ein paar kleine superficial Sachen. Es gibt kein Qualified Keyword bei Imports.
jetzt für Haskell-Leute, sondern standardmäßig wird Qualified importiert, was die meisten Leute bei Haskell nervt. Eine Unterscheidung, also wer jetzt kein Haskell kennt, das ist eine Funktionssignatur, Doppelpunkt heißt danach kommt ein Typ, und in Haskell würde man schreiben, eine Liste von A's nach int für die Länge. Und in PureScript schreiben wir für alle A ein Array von A nach int. Wir haben explizit, müssen wir jede Typvariable noch mit einem for-all kennzeichnen. Die Frage, Haskell ist da ein bisschen pragmatischer, PureScript will da eher pure sein und deshalb sind die Sachen sind immer recht explizit in PureScript. Das werden wir auch noch sehen daher. Ja, man muss halt im Endeffekt jede Typvariable auch mit einem for-all kennzeichnen. Weil es geht ja für über jedes M, über jedes A ist diese Funktion definiert. Jetzt sieht man hier vielleicht schon Array statt Liste. Es gibt auch Listen im PureScript, aber Array ist tatsächlich das JavaScript-Array. Was man hat, wenn man hier F12 drückt und irgendwie 1, 2, 3 eingibt, habe ich ein Array mit 3 Elementen. Das ist auch das, was im PureScript am Ende Array bedeutet. Es gibt einen Nummerntypen, der ist im Endeffekt die JavaScript 32-Bit-Integer-Geschichte. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, es gibt Integer im PureScript, die auf sinnvolle JavaScript-Integer runtermappen, wobei es in JavaScript keine sinnvollen Integer gibt, aber mit genug Magie lässt sich das einrichten. Und 32-Bit, weil JavaScript-Engines und der JavaScript-Standard schaffen keine 64-Bit-Integer, das geht einfach nicht. Hat jemand Bock, ein kurzer Einblick, warum das nicht geht, in der Konsole zu sehen? Weil das fand ich sehr erleuchtend. Ursprünglich. Und zwar wird in JavaScript werden alle Zahlen bei Default als Floats abgespeichert. Es gibt erstmal keinen Integer. Aber man kann einen Integer machen, indem man die Zahl binär verodert mit einer Null. Also die Bitmaske 32 Nuller über die Zahl legt. Dann kommt ein Integer raus. Dieses binäre Verodern, das geht, ist nur definiert auf 32 Bit. Das heißt, es ist nicht möglich, was Längeres als einen 32-Bit-Integer in JavaScript abzuspeichern. Wie man sieht. So, kurzer Ausblick. Ich habe da mal ein bisschen damit rumgespielt, das ist komplett fragwürdig. Aber so ein Real-Life-Problem, was Leute haben. Warum macht das Verodern jetzt das, was es macht? Warum macht dieses Verodern das, was es macht? Ich habe gerade kurz überlegt, dass ich da eine Lücke habe, aber ich kann es dir jetzt nicht in einer Minute rekonstruieren. Okay. Ich hatte damit mal rumgespielt und habe alles wieder verdrängt. Also bei JavaScript halt denkt, wenn du was veroderst, dann willst du es nicht als Floats verodern, sondern als X, oder? Und deswegen krasst es halt irgendwie zu ihm und macht dann irgendwie das, was du wahrscheinlich willst. Ja. Oder? Gut, aber warum ist es das, was ich will? Naja, warum soll es Floats bitweise verodern wollen? Naja, es sind Floating Point Numbers, das heißt, du hast Das machen Leute in C halt nicht. Das mit Integers schon. Deswegen willst du das, weil du vorher C programmiert hast. Die sind halt wahrscheinlich einfach nur definiert auf den Teil der Zahl, der quasi der ganzzahlige Bereich ist. Und dann kommt am Ende nach dieser Methode nur was Ganzzahliges raus. Was halt nach 32 Bit abgeschnitten wird. Es ist übrigens, gibt mittlerweile übrigens, ARM hat teilweise Assembler-Opcodes, die diese JavaScript Floating Point Funktionalitäten implementieren. Als tatsächlichen Opcode in ihrer Beschreibungssprache. Das ist in ARM nicht mal für mich? Keine Ahnung. Unit, wieder eine Sache, PureScript ist sehr, versucht wenig mit Magie zu machen, das heißt, der Unit-Typ, der in Haskell einfach Klammer auf Klammer zu ist, heißt Unit. Genauso heißt die Funktion, die ein Unit erzeugt, nicht Klammer auf Klammer zu, sondern Klein-Unit. Aber Tupel gibt's schon, ja. Tupel gibt's nicht. Es gibt einen Datenkonstruktor, der heißt Tupel und er nimmt ein A und ein B. Und es nutzt nicht die Klammern-Schreibweise mit Kommas dazwischen.
Es gibt auch keine eckigen Klammern A, also keine Listen von A, sondern es gibt einen Datenkonstruktor, der heißt List und der existiert in Data List. Genau. So, jetzt kommen wir zu einem interessanten Teil der Sprache, den ich nachher noch weiter erläutern werde. Es gibt kein I.O. in PureScript, sondern der Datentyp heißt Effect. Und der hieß bis vor ein paar Wochen nicht Effect, sondern EFFF und hatte einen Row-Type, der quasi, da komme ich nachher dazu, eine Simplifizierung, die jetzt erst mit 0.12 rauskam. Die Sprache ist momentan auf Version 0.12 und die Libraries migrieren gerade alle von 0.11 auf 0.12, weil ein paar Änderungen es gab, die jetzt nicht so krass sind, aber die so ein bisschen syntaktisch Änderungen waren. Vereinfachungen hauptsächlich. JavaScript hat ja so Objekte, die ganz schrecklich verwurstelt sind mit den, also es gibt ja so plain old objects quasi, wo ich sage foo, Doppelpunkt, 1 oder 2, dann kriege ich ein Objekt mit einem Key und dann kann ich dieses Objekt einfach, hat dann einen foo, ein Foo-Element, aber wie man sieht, wenn ich hier Punkt mache, dann haben wir da nicht nur ein Foo-Element, sondern alle möglichen anderen Funktionen noch. Das hat halt Object groß geschrieben als es erbt von den Prototypen von Object, ja. Das heißt, alles, was so mit JSON gemacht wird, ist eigentlich eine Lüge erstmal. Und das ist in PureScript nicht so. So. Sondern in PureScript gibt es tatsächlich einen Record-Datentypen. Und wenn man das aus Haskell kennt, diese Records in Haskell sind ja problematisch, weil Haskell hat keine richtigen Records, sondern wenn man diese Record-Definition nimmt, dann definiert man sich im Endeffekt einfach nur Funktionen. Das sieht man hier. Zum Beispiel, ich mache einen Konstruktor, der schaut so aus in Haskell. Gut, das ist jetzt PureScript, aber der würde auch so ausschauen in Haskell. Und dann würde ich in Haskell kriegen eine Funktion namens x, die nimmt einen Point und gibt mir eine Nummer zurück. Also wenn ich das Feld x aus dem Point kriegen will, dann will ich schreiben x Leerzeichen Punkt, den Punkt, den ich halt habe. Und dann kriege ich die Nummer. Also es sind im Endeffekt nur Funktionen, die werden in den Top-Level von meinem Modul reingelegt. Und ich kriege eine Funktion, die heißt Point, großgeschrieben. Die nimmt zwei Nummern, nämlich x und y, und gibt mir einen Point. Was das auch bedeutet, ist, dass die Definitionsreihenfolge von ob ich jetzt X oder Y zuerst nehme, in Haskell erstmal relevant ist. Und ich kenne da Leute, die machen da Dinge mit den Konstruktoren, die dann F-mappen über den geflippten Konstruktor. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Tim? Ich saß da mal eine Viertelstunde davor und hab mir überlegt, was das tut. Bis ich drauf gekommen bin, dass das die Reihenfolge der Konstruktorelemente bedeutet und das ganze Flip, dass das zweite Element zuerst kommt, um dann fmappen zu können direkt, statt das explizit zu machen. Ja, das geht in PureScript nicht, sondern was wir haben ist, er nimmt ein, das ist der Konstruktor, nimmt quasi ein JavaScript-Objekt, ein Record, er kriegt ein Element und das ist ein Record aus X und Y. Aber man kann das auch ohne jetzt einen eigenen Konstruktor zu definieren, kann man das auch schreiben als einen Typ-Alias. Also ich kann auch einfach sagen, dieser Record mit X, das was eine Nummer ist, und Y, was eine Nummer ist, wird jetzt PointRec genannt ab jetzt. Also das ist derselbe Typ wie Record mit zwei Einträgen X und Y und beide Typnummer. Das war jetzt ein Typ, was ich gesagt habe. Genau, das ist ein Typ-Alias, wie in Haskell. Und das ja. Hier oben ist eine Data-Definition, auch wie in Haskell. Könnte ich da jetzt auch Newtype schreiben? Genau, da kommt jetzt gleich. Newtypes gibt es auch. lest euch das einfach nochmal durch, das ist relativ cool beschrieben, alles. Genau, und in PureScript kann ich halt jetzt sagen, wenn ich hier so ein Origin habe, was ein PointRec ist, also dieser Typ-Alias mit X und Y drin, kann ich jetzt einfach sagen Origin.x, wie man das gewohnt wäre. Und man kann auch diese Werte wieder zuweisen, wie man es auch gewohnt ist. Genau. Ich dachte, es kommen noch Newtypes. Na gut.
die Klassendefinition, da ist der Pfeil umgedreht, das ist aber relativ egal. Instanzdefinition kriegen alle einen Namen. Das ist wichtig, weil das für den generierten Code wichtig ist. Das zeige ich euch dann nachher noch. Behaltet es euch mal im Hinterkopf. Es gibt kein Deriving, sondern man muss ein paar Sachen kann man deriven, indem man sie manuell hinschreibt, und viele Sachen kann man nicht deriven, noch nicht. Das ist alles fix in den Compiler eingebaut. Das ist relativ simpel gehalten bis jetzt. Also nicht so GRC-Magie. Offen Instances sind nicht erlaubt. Das heißt, man kann Instanzen nur schreiben in dem Modul, wo die Klasse definiert wird, oder in dem Modul, wo der Datentyp definiert wird. Das heißt, man muss sich daran halten, wenn man irgendwie Instanzen schreiben will, dass man entweder den Source Code modifiziert oder einen Newtype-Wrapper macht und dann seinen eigenen Datentyp definiert, wo man dann die Instanzen implementiert. Das ist jetzt natürlich alles sehr stark an Haskell angelegt, weil ich noch den Überblick mache, aber ich gehe jetzt dann gleich nachher schon in interessantere Themen für Leute, die es Haskell nicht so kennen. Das kommt nachher. Das habe ich schon erzählt mit den Tupeln. Drei Pfeile nach links statt Punkt. Gott, da muss ich ja dreimal eine Taste drücken. Ja, aber du kannst auch genau in die andere Richtung auch die Pfeile machen. Ja, und dann muss ich auch dreimal eine Taste drücken. Ja. Und es ist nicht in es ist nicht implementiert, sondern es implementiert Semigroupoid. Also da komme ich auch später noch, wegen der Typklassenhierarchie, dass das Ding hier generischer ist als in Haskell. Ja, es gibt halt keinen Return, weil es rausgeschmissen wurde, es wird pure verwendet. Keine Array Comprehensions wie in Haskell, weil die auch rausfallen, wenn man es einfach Standard mit Standard Mapping macht, Map Filter und so. Man muss nicht, vor einem Do darf man gar nicht Dollar schreiben, weil es in Haskell ein Hack ist für ST. Es wäre mal interessant, den GHC-Code zu lesen dafür. ST hat so ein Rank-N-Argument und irgendwie ist es dann in Interna von GHC verbot oder kann das nicht anders gemacht werden. Also in PureScript schreibt man immer Funktion Do. Statt in Haskell schreibt man Funktion Dollar Do. Bla 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 bla. Ah, das zeige ich aber auch nachher noch. Man kann so Unterstriche benutzen, statt sogar relativ, in Lambdas kann man relativ überall Unterstriche benutzen für, glaube ich, bis zu ein Argument. Wenn man ein Lambda machen will, was quasi nicht explizit noch ein Argument nimmt. Zum Beispiel Unterstrich Punkt Foo. Genau, das geht, für, soweit ich weiß. Wenn ihr Wrapper nimmt und Foo extrahiert. Aber genau. Es geht nicht nur mit Operatoren, sondern ich kann Klammer auch machen, irgendwas hinschreiben, die Unterstriche vorkommen, Klammer zu machen. Und dann ich weiß es tatsächlich nicht so genau, ich würde es einfach ausprobieren. Ja, lass ausprobieren. PureScript hat keine Extensions wie ein GHC oder wie ein Haskell, sondern so Standardzeugs einfach eingebaut in den Compiler. So was man aus Haskell sich erwarten würde, ist zum großen Teil eingebaut. Ist auch spezifisch jetzt, aber genau. Ja. Das sind jetzt mal die Unterschiede. Das war jetzt vielleicht kein guter Einstieg. was habe ich als nächstes? Also das ist quasi, die haben quasi einfach hier das Documentation-Repo in ihrer Orga und da hast du einiges an Dokumentation. Ich zeige auch nachher noch ein paar Links, wo man noch weitere Dokumentation findet und was man wissen will. Gibt es Subtyping für die Record-Types? Das sind Row-Types, da kommen wir, glaube ich, jetzt dann gleich drauf. Row-Types oder Raw-Types? Row. ROW. Ah. Ich würde sagen, das ist natürlich ein bisschen trocken, aber ich würde jetzt einfach diese Typdefinition nochmal durchgehen, schnell. Kannst und dann du nach. Ein bisschen das, Code zeigen und einmal kompilieren und zeigen. Das, das wollte ich danach machen. Also, ja, ist wahrscheinlich jetzt zu trocken, ich weiß nicht. Aber es ist auch nicht so viel. Das Interessante, das kommt es dann und das können wir dann ausprobieren. Und dann würde ich in den Code einsteigen. Wir haben String, Number und Boolean, die mappen einfach direkt auf die JavaScript-Typen runter. Die Integer
sind im Endeffekt die JavaScript-Floats, aber halt mit sinnvollen Typen, wo man auch nichts falsch machen kann und dann einen Float plus einen Integer oder so rechnen kann, sondern muss das richtig sinnvoll umwandeln erst, was intern dann als No-Op gelöst wird, aber die Typen sind halt vorhanden. Das schauen wir uns einfach nachher noch an. Der Array, das habe ich schon gesagt, der Array-Typ mappt runter auf das normale Array. Der Record mappt runter auf das JavaScript-Record. Wir haben die normalen Summentypen, die als Tagged Unions bezeichnet werden. Das habe ich auch schon erzählt, das ist halt klar, man kann dann matchen auf die einzelnen, also ich definiere hier einen Datentyp Foo, der hat entweder ein Foo oder ein Var. Das ist isomorph zu Boolean in dem Fall, also entweder True oder False, aber... Hey, da halt. Ist ein String dabei. Ah, den habe ich nicht gesehen, okay. Der hat entweder ein Foo oder ein Var mit einem String drin. Das kann man einfach matchen, also entweder es war halt das Foo oder es war ein Var mit einem S drin, dann kann ich das S noch behandeln. Und ich glaube, er macht bei Default so Exhaustiveness-Checking, dass wenn ich einen Fall vergessen habe, dass er mich dann warnt oder mir einen Fehler wirft. Newtypes gibt es, die funktionieren wie in Haskell. Funktionen sind nicht wie in JavaScript multivariadisch, haben nicht mehrere Argumente, sondern immer genau ein Argument und nutzen Currying. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf, wenn ich zeige, wie wir das runtermappen auf JavaScript. Die Standardsachen, polymorphe Typen, Funktionen, genau, und das ist vielleicht interessant. Weil das ist der Teil, den JavaScript auf jeden Fall anders macht als Haskell, dass sie diesen Row-Polymorphismus einführen. Und zwar, wenn man jetzt eben um diese Objekte darstellen zu können, die es in JavaScript gibt, ursprünglich. Und zwar will ich ja sagen können, das ist ein Objekt, die Reihenfolge das hat zwei Felder, Foo und Bar, und die Reihenfolge von Foo und Bar sind egal. Und dann kannst du eben sagen, du machst dir so einen Row-Type und der hat halt Felder, wo die Reihenfolge egal ist. Und du kannst sogar sagen, du machst dir einen Row-Type, der hat halt Felder, die sind spezifiziert und du hast noch weitere Felder. Aber es ist dir egal, wie die Felder ausschauen. Und dann kann ich quasi einfach ein R definieren und mit dieser speziellen Syntax hier sagen, hier sind noch mehr Felder, aber es ist mir jetzt egal. Und danach kann ich halt, wenn ich diesen Typen hier irgendwo sehe, kann ich halt nur auf Foo und auf Bar drauf zugreifen, obwohl es noch mehr Felder haben könnte. Ich zeige das nachher noch im REPL, das wäre jetzt vielleicht ein guter Punkt, um es im REPL zu zeigen. Und man schreibt es dann mit Hash. Typ. Das ist ein anderer Kind, als die normalen Typen es haben, aber das heißt dann Reihe von Typ. Von Kind-Reihe von Type. Also der Typ ist das hier und dann eine Ebene höher, der Kind von diesem hier ist Hash-Type. Genauso wie der Kind von einem Int-Type wäre. Ja, wir haben Rank-N-Types. Hier werden nochmal Rows beschrieben. Habe ich gerade schon gesagt. Die Rows werden mit runden Klammern definiert. Und dann gibt es eben einen syntaktischen Zucker für, den haben wir hier oben gesehen, für Objekte, die man so direkt schreiben kann. Beziehungsweise hier, wo man den Typen auch mit geschweiften Klammern schreiben kann. Wenn ich dann mehrere Einträge mit demselben Namen habe, ist das vermutlich ein Fehler, ja? Oder? Wenn ich Foo, Int, Bar... Probieren wir gleich aus. Ich mache gleich mal einen REPL auf dann. Das wollte ich eben in einem eigenen Schritt zeigen, wie man sich einen PureScript-REPL macht, weil das ist auch ein bisschen Setup. Kleines bisschen Setup. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Ne, ist nichts Interessantes mehr hier drin. Okay. Was kam dann hier? Ah genau, da wollte ich dann hin. In der Language-Dokumentation ist hier gleich mal quasi ein Main. Und das würde ich jetzt einfach mal in eine Datei schreiben und probieren zu kompilieren, damit euch klar wird, wie man diesen Compiler überhaupt benutzt, was vielleicht interessant wäre. Ja. Ja. So, Code talks PureScript.
Die Infonauts sind übrigens leer. Ich lösche mal das, was ich vorher aufgesetzt habe. Dass wir keine State-Probleme kriegen. Hm. Also was ich brauche, um PureScript... Was ist da? Hm? Was ist jetzt da? Nichts. Also die Intronauts, aber die kann ich auch löschen, weil da nichts drin steht. Also ich gehe in den leeren Ordner, ich will ein PureScript-Projekt machen, und zwar ohne den Datei... Es gibt PureScript-Manager, die es einfacher machen, aber ich werde es einfach mal Low-Level machen, so wie man, wenn man nur den Compiler benutzt. Also was ich brauche, um es nutzen zu können, ist der PureScript-Compiler. Ist nichts so ist. Nee, braucht ihr nicht. Ihr müsst halt den PureScript-Compiler installieren, ihr müsst Node.js installieren und ihr müsst Bower installieren. PureScript ist der Compiler, Node.js ist das Headless V8 quasi im Endeffekt. Und Bower ist ein Paketmanager für JavaScript. So, das sollte jetzt sofort funktionieren, weil ich es vorher schon runtergeladen habe. Genau. Hallo. Der Haupt-Use Case von PureScript ist aber, dass es im Browser läuft, oder? Das zeige ich gleich, okay? Okay. Wir führen jetzt einfach mal Pures aus. PureScript hat ein Compiler-Kommando, das heißt Pures. Und es hat ein paar Kommandos, die man aufrufen kann. Da sieht man es gleich auch. Bundle bundelt die Module für den Browser. Compile kompiliert. Man kann Docs generieren, die werden zu Markdown umgewandelt dann. Und dann kann man sie in HTML in den zweiten Schritt umwandeln. Man kann sich eine Hierarchie der Typklassen ausgeben lassen, was bestimmt ganz praktisch ist, wenn man einen Überblick haben will. IDE, die haben auch dieses IDE-Protokoll implementiert, dass man mit Editoren interfacen kann. Das macht der Compiler selbst auch gleich. Der gibt quasi gleich interner frei, dass man einen Compiler laufen lassen kann im Hintergrund, der immer vom Editor Anfragen kriegt, wie ist denn der Typ von dem, wie ist der Typ von dem. Kompilier mir mal dieses Modul und dann macht er das einfach, ohne dass man jedes Mal das neu starten muss. Ja, und den REPL gibt's. So, jetzt öffnen wir einfach mal das REPL, okay? Pures REPL. Ich habe jetzt den Schritt ausgelassen, wo ich nur PureScript habe und dann kein Node.js kommt und dann gibt das einen Fehler und dann sieht ihr, der Fehler kommt, wenn ich kein Node.js installiert habe. Aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Weil jetzt kommt das ist der Fehler, den man vielleicht sehen sollte. Wenn ich jetzt nur PureScript ausführe, dann sagt er, schmeißt er mir erstmal einen Fehler, PureScript REPL ausführe, dass es ein Paket braucht, um überhaupt mal das REPL öffnen zu können, weil es nicht mit dem Compiler mitkommt, sondern es braucht schon PureScript-Code, der dann Kommandozeileninteraktion und so macht. Hilfreicherweise mit einem Link, der dann gleich hier die Anweisungen zeigt, wo ich auch gestern noch hier was geändert habe, das kommt jetzt dann, es wird dann bald reingemerged. Ah, jetzt hat er mich das letzte Tab geschmissen. Das heißt, was wir machen, wir müssen erst ein paar Pakete installieren. Hier installiert man mit PureScript Pakete. Man nutzt Bower. Bower ist so ein JavaScript-Paketmanager, der schon unglaublich veraltet ist eigentlich. Aber was er macht, ist, er macht eine flache Paketabhängigkeitenstruktur im Vergleich zu Node, was so ein Paketabhängigkeitenbaum aufbaut, was für PureScript nicht so sinnvoll ist. Im Vergleich zu NPM meinst du? NPM. Also Bower gab es vor NPM. Bower war, glaube ich, ungefähr gleichzeitig und hat dann gegen NPM verloren, weil es sich für JavaScript nicht so gut eignet und weil es sehr langsam war auch. Für PureScript eignet es sich, weil der Typchecker halt irgendwie funktioniert, existiert. Und man kann einfach sagen, Bower install. Was brauchen wir? Wir brauchen die PureScript-Pakete, fangen alle mit PureScript- an, weil es in dem Bower-Repository so drin ist, einfach direkt. Das heißt, die haben alles mit PureScript geprefixt. Wir brauchen das Prelude, offensichtlich. Das ist wie bei Haskell das Standard-Modul. Und PSCI, was stand vorher? Wir brauchen. Das steht nicht hier, das steht bei dem Link. Und ich kann es auch eigentlich auswendig. PureScript Support. Was ist PSCI?
PureScript PSC, das war früher das, der Name von PureScript, von dem Compiler, nicht Pures, sondern PSC. Und Support heißt, ups, das ist der Support, um das Ruffle halt aufmachen zu können. So, und dann fängt Bower an, Dinge runterzuladen. Und wenn ich jetzt ls mache, dann sehen wir, es gibt einen Bower-Components-Ordner. Und wenn ich ls-Bower-Components mache, dann liegen da drei Module drin. Kann ich kurz unterbrechen? Mhm. Firebird ist ja auf der 128 GB-Karte. Gibt es eine Backup-Karte? Welches Paket hast du für Bower installiert? Für Bower, den Paketmanager? Aber da muss doch irgendwas. Genau, also dein Nix-Shell. In der Nix-Shell, Node. In der Nix-Shell kann man Node-Packages und Bower ausführen. Wenn man das manuell machen will, dann bringt Node.js selbst schon einen Paketmanager mit, npm. Dann kann man zwei Paketmanager nutzen, um ein Projekt, um erstmal ein REPL aufzukriegen. Und dann sagt man hier, oh, dann sagt man hier npm install. Nix, Bower, npm sind schon drei, nicht zwei. Und nichts braucht man ja nicht, man braucht ja nur npm und Bower. Und dann, ja, aber du hast mit nichts. Node zu installieren. Dann fängt Node an, quasi Bower runterzuladen. Und dann hat man einen Node-Modules-Ordner und da ist dann ein Bin-Ordner und da ist dann ein Bower drin. Und npm sagt, we don't recommend using Bower. Genau, und Bower selbst sagt, nutze bitte npm. Es gibt auch schon einen alternativen PureScript-Paketmanager, der quasi Pakete runterladen kann, aber das ist alles so im Entstehen gerade. Aber also du verwendest jetzt hier nicht so ist, deswegen ist die Anzahl der Paketmanager, die du gebraucht hast, 2 nicht 3, ja? Ich habe es gerade richtig verstanden. Weil du NPM von Hand installieren musst, ja. Wir machen jetzt gerade den NPM von Hand installieren Weg, okay? Nämlich ich habe NPM install Bower gemacht. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich ls machen, jetzt sehe ich hier, ist noch ein zweiter Ordner von einem zweiten Paketmanager, der heißt Node-Modules und der hat einen Punkt-Bin-Ordner und da ist dann Bower drin. Und dann haben wir das gleiche Programm wieder. Nur halt mit npm. Und die Frage, installiert npm und auch Bower und die Sachen wohl immer lokal in Modmodule drin, oder? Das ist der Weg, den ich vorschlage, wie man das am besten macht. Aber NPM hat so einen Global-Modus, aber dann braucht der sudo oder dann installiert das in deinen Nutzer-Home-Ordner. Aber hast du jetzt irgendwas geil konfiguriert? Nein, das ist so, die funktionieren alle lokal. Da kann man beliebig komplex drüber bauen, aber normalerweise sollte man das so lokal machen, weil dann kriegt man keine Probleme mit Interaktionen zwischen verschiedenen Projekten und so ein Scheiß. Das machen die alles nicht richtig. Das will man nicht. Ich nehme wieder auf, können wir vielleicht versuchen so zu tun, als wäre doch nicht passiert. Es ist nichts passiert, ihr habt nichts verpasst. Was ich gerade gemacht habe, ich habe gezeigt, wie man das auch ohne NixOS installieren kann. Auf NixOS kann man Bower installieren mit nodepackages.bower. Aber wenn ich kein NixOS habe, dann kann ich auch nur kann ich auch npm verwenden. Also ich muss nur Node.js installiert haben. Und npm install Bower machen, dann kriege ich Bower und ich kann auch PureScript darüber installieren. Dann kriege ich ein Binary von npm, was PureScript ist. Also dann kriege ich das PureScript Binary vorkompiliert über den npm Paketmanager, der eigentlich JavaScript ausliefert. Aber es funktioniert, also jedem das seine. Na gut, und wenn ich dann Bower installiert habe, dann habe ich hier einen Node-Modules-Ordner. Und wenn ich in den Node-Modules-Ordner, in den Bin-Ordner schaue, dann ist da Bower drin. So. Genau. Gut. Dann haben wir mit Bower install, ich glaube, so waren wir vorher schon soweit, Bower install PureScript minus Prelude, das ist das Preludium, das Standardmodul und Script minus PSCI Support für REPL. Und das sollte jetzt ein No-Op sein, so halb. So, und jetzt haben wir den Bower Components Ordner. Und wenn ich jetzt mal einen Find auf den Bower Components Ordner mache, dann sieht man, was der macht, ist, der lädt einfach nur Source Code für die PureScript Module runter. Also auf Bower ist veröffentlicht der Source Code der PureScript Module. Und jetzt will ich diesen Source Code in mein REPL laden. Das heißt, was ich mache, ist pures REPL
und dann gebe ich einfach dem alle Source-Code-Dateien, die ich reinladen will, an. Bauer Components slash PureScript minus Sternchen 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 von Pure. Das heißt, wer tut die Wildcards für dich expandieren? Genau, PureScript, der Compiler, expandiert mir Wildcards. Das ist funktioniert das auch auf einem Mac, der keine Bash 4.0 hat? Das Lustige ist, das funktioniert so besser, als wenn du es mit Bash expandierst. Wenn ich mit Bash expandieren will, bin schon im PSCI, habe ich das vorher schon mal kompiliert gehabt? Habe ich einen Fehler gemacht? Wenn ich das mit Bash expandieren will, muss ich erstmal die Option Globstar aktivieren. Also shop-s Globstar. Das muss man alles nicht machen, das ist nur, wenn man es mit Bash machen wollte. Dann könnte man das auch mit Bash expandieren. Also im Endeffekt muss man eine Liste an allen Dateien, die man kompilieren will, geben. Das würde auch funktionieren. Das Problem ist, dass die Beschränkung für Argumente auf Linux, Argumente plus Environment auf Linux, irgendwie bei 127 Kilobyte liegt. Und wenn du viele PureScript-Dateien hast, dann wird es relativ schnell überschwappen. Das heißt, der Compiler selber hat das im Support drin. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Weil jetzt kann ich mal probieren, 1 plus 1 im REPL einzugeben. Batteries not included. Plus ist nicht definiert. Warum? Weil Plus nicht mit dem Compiler mitkommt, sondern der Compiler hat keine Ahnung, was Plus ist. Plus existiert im Preload. Ich kann mal Doppelpunkt Browse. Es gibt Doppelpunkt Fragezeichen, das ist wie auch in GHCI, wie bei Haskell, die Hilfe. Es hat leider kein Doppelpunkt Info-Kommando, aber es hat ein Doppelpunkt Browse-Kommando. Also wenn ihr mal ein cooles erstes PureScript-Projekt haben wollt, das dann in Haskell implementiert wird, dann solltet ihr dem REPL einen Info-Kommando geben. Wobei ich bin nicht sicher, ob das nicht in PureScript implementiert ist schon. Egal. Browse Prelude. Was? Hast du gerade gesagt, dass der Compiler für PureScript in Haskell programmiert ist? Genau, der Compiler von PureScript ist in Haskell programmiert. Wir können gerne den Source Code auch anschauen. Und wie hat CJS macht das dann, damit das mit Node funktioniert, oder was? Hm? Und wie wird das jetzt ausgeführt? Wird das mit GLC.js zu JavaScript gemacht? Und nein, das wird nicht mit Node ausgeführt. Der PureScript Compiler ist ein Binary. Okay. File. Type-p plus ist ein 64-Bit-11-Binary. Das heißt, kann man theoretisch PureScript verwenden, ohne Node zu verwenden? Wenn ich sage, ich mache keine Fehler, will nichts testen, sondern nur hier kurz was kompilieren und das in meinen Browser dann? Ohne Node? Also, du hast jetzt gerade. Ja, du kannst PureScript ohne Node verwenden, aber du brauchst es fürs REPL, weil das REPL hat ja keinen Browser zur Verfügung, sondern nutzt Node.js, um Sachen zu evaluieren. Ah, es hat funktioniert, okay. Ich hatte gerade kurz Angst. Also ich kann jetzt 1 plus 1 eingeben und kriege 2, yay. Ihr dürft jetzt klatschen. Ein Applaus. Plus ist nicht auf Integers definiert, sondern in der Semiring-Typklasse. Ich bin etwa aber etwas enttäuscht, dass so Zahlenliterale, dass die schon vordefiniert sind und das Ding nicht in der Stadt in der Preludium definiert. Warte, das können wir nochmal probieren. Können wir 1 eingeben? Ja, 1. Ich bin nicht wirklich enttäuscht. Ja, weil es ja direkt zu JavaScript runter rendert. Ja, und also JavaScript gibt es ja, aber schon mehr. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich hier ein 1 eingebe, dann wird der JavaScript-Code kompiliert, der schaut folgendermaßen aus 1 und dann gibt mein Node.js 1 aus. Deshalb dauert es auch ein Stück, wenn ich das im REPL ausführe, dauert es wahrscheinlich so lange, bis Node.js warm gelaufen ist, bis ich eine Antwort bekomme. So, genau. Also jetzt haben wir gesehen, wie man REPL aufmacht. Jetzt können wir einfach mal ein bisschen probieren, Zeug probieren.
Also ich kann zum Beispiel sagen, foo, oh, Doppelpunkt, JavaScript. Ups, syntaktisch nicht korrekt. Dann kriege ich einen, dann kriege ich das zurückgegeben. Und wenn ich den Typ mit Doppelpunkt T oder Doppelpunkt Type, kann man auch sagen, anzeigen lasse, dann sehe ich, dass es ein Int ist. Mm. Wenn ich diesen Type nehme, also wenn ich jetzt irgendwie einen Typ Int habe und ich lasse mir sein Kind anzeigen, dann ist das Kind von dem Typen Int. Ein Kind ist quasi ein Typ von einem Typen. Und wenn ich mir das Kind von foo Int anzeigen lasse, dann ist das auch ein Typ. Wenn ich mir das Kind von nicht geschweifte, sondern runde Klammern foo int anzeigen lasse, dann ist es jetzt ein Row-Type. So. Was für geschweifte Klammern lassen? Geschweifte Klammern, das ist einfach ein Objekt, das ist quasi ein JavaScript-Objekt. So. Also, dann ist es ein Typ. Und der Typ, den dieses Objekt, ganz kurz den Typ von dem Ding mit den geschweiften Klammern anzeigen? Den hatte ich vorher schon, das ist hier int. Aber da steht es ja jetzt mit geschweiften Klammern. Der Typ, da stand jetzt geschweifte Klammern im Typ. Genau, das hier ist das Objekt auf Werteebene und das ist der Typ von diesem Objekt. Jetzt können wir mal probieren. Das Dumme ist, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin auch nur am Schwafeln. Foo ist gleich 12. Einfach mal einen Typ geben, also das hier wird funktionieren. Ich mache das immer falsch, weil ich nichts gewohnt bin. Also das Typ checkt. Jetzt sehen wir schon mal den ersten Fehler, die erste Typfehlermeldung. Weil das ist auch eine Sache, PureScript-Typfehlermeldungen sind sehr übersichtlich. Wobei ich demnächst mal einen Pull Request machen werde, dass hier nicht mehr steht could not match type with type, sondern expected got, weil ich nie genau weiß, was will er jetzt und was hat er gekriegt, weil matchen kann in jede Richtung funktionieren. Das heißt, ich werde da mal einen Pull Request einreichen, weil das geht einfach nicht fürs das geht einfach nicht. Ja, stimmt, das habe ich jetzt vergessen, vielleicht wäre es noch schönere Typfehler zu sehen. Und ganz unten an jedem Typfehler hat man einen Link, der auf Doku führt, was dieser Fehler bedeutet. Mit Beispiel, das ist glaube ich so von Elm abgeschaut. Und dann Erklärung, was das bedeutet. Und der Fix bei Typfehlern ist look carefully for the error. Especially the information at the end. Und dann kommen noch Notes und so verschiedene Sachen und dann kann man hier in dieses Error-Repo schauen und dann haben sie quasi für jeden Fehler, der passieren kann, das ist vielleicht ein Instance of an Instance, das ist, wenn man eine Instanz schreibt, in einem Modul, wo quasi nicht der Datentyp und nicht die Klasse definiert ist, das ist verboten, das heißt, man kriegt den Fehler und dann kriegt man auch gleich die Erklärung dafür. So. Wo waren wir stehen geblieben? 1 plus 1. Wir haben 1 plus 1 ausgewertet. Und wir haben gerade geschaut. Wir sind ja in einer schön erkundbaren Programmiersprache, die nicht nur irgendwelche undefined oder Function-Fehler zurückwirft. Jetzt habe ich einfach mal probiert, was passiert, wenn ich dem hier einen Row-Type gebe. Und was sagt er dann? T muss vom kind Type sein. Aber ich habe ihm einen Row-Type gegeben und das mag er nicht. Ja, okay, das ist irgendwie sinnvoll. So. Was wir vorher noch hatten, ist, wenn ich irgendwie Data Point definiere als Point x int y int, also zwei Felder. Kann ich mal probieren, wie ich es mit Haskell machen würde. Ich sage einfach point xy. Nope, das mag er nicht. Er hätte gerne ein etwas vom Typ Objekt xy, aber nicht int.
Das heißt, was ich machen muss, ist x1 y2. Klammer zu. Und Point habe ich keine Show-Instanz gegeben, das heißt, er beschwert sich jetzt, dass er nichts anzeigen kann. Aber jetzt können wir jetzt einfach mal sagen, ups, p ist gleich Point. Jetzt können wir es wieder nicht anzeigen, so. P hat jetzt keine Felder, das hatten wir vorher schon gesehen, weil da nämlich ein Objekt nochmal drin ist. Das heißt, wir können einmal darauf matchen. Dann eine Frage, ist das nervig? Oft würde man gar keinen solchen Point definieren, also gar nicht. Man würde halt schreiben, statt Data Point ist gleich Point, wie in Haskell würde man schreiben, Type Point ist gleich x, y. Einfach direkt das Objekt benutzen. Aber wir können das jetzt mal. Ups, falsch. So. Wir können mal drauf matchen. Okay, wir matchen nicht drauf. Es ist leicht anders als Haskell. Und so viel habe ich damit auch noch nicht gearbeitet. So. Ich würde sagen, ich kann euch jetzt mal einen Überblick geben, über was ich noch alles habe an Inhalten, die ich noch zeigen kann. Und ihr sucht euch jetzt raus, was ihr sehen wollt. Weil ich kann jetzt ewig hier labern und euch interessiert überhaupt nicht. Sondern publikumsgerichtet. Ich will sehen, wie man eine reine JavaScript-Library benutzt. Ja, das können wir noch zeigen. Ich will gerne sehen, wie der JavaScript-Code aussieht, der da rauskommt. Das würde ich als nächstes dann machen. Ich will sehen, wie deine Teil-Website so das anbieten kann und dann komfortabel ist das ein bisschen. Also wie man Projekte quasi aufbaut in der realen Welt. Ja, das schiebe ich jetzt noch rein. Wir haben ein sehr gutes Buch, das heißt PureScript by Example. Das kann man auf Leanpub, glaube ich, sogar einfach online lesen oder für 5 Euro kaufen und dann PDF runterladen. Das ist fantastisch gut geschrieben von dem Menschen, der PureScript entwickelt hat. Und es führt einen ein von dem Level, dass wenn man JavaScript kann, dass man das auch lernen kann. Es ist relativ zackig, also es ist nicht wie dieses Haskell-Book, über 1000 Seiten langsam die Einführung, aber es bringt dir alles bei, was du brauchst, um PureScript zu benutzen. Vielleicht auch, wenn du schon einen PureScript-Codebase hast und und JavaScript-Entwickler bist und dann da reingehen willst. Egal ob Open Source oder nicht, oder in der. Also das geht wirklich, wenn man die Kapitel, es ist klein. Wenn man die Kapitel anschaut, es geht los mit Introduction, was ist überhaupt funktionale Programmierung, setzt den Compiler auf, geht über Funktionen, wie schauen Funktionen aus und Records, Folding, Mapping, Pattern Matching kommt erst in Kapitel 5, dann kommen erst Type Classes und dann geht es schon rein in Applicative Validation. Also das ist was man praktisch, pragmatisch auch braucht. Da habe ich auch noch ein Beispiel, wenn ihr das sehen wollt. Das heißt, der geht relativ pragmatisch an die Sache ran. Zeigt dann, wie Effekte funktionieren und Canvas kann man da bedienen. Das zeigt er dann auch noch. Foreign Function Interface und dann ist quasi schon zu Ende. Das kann man auch gut mal in ein, zwei Tagen durchlesen, das Buch, wenn man jetzt nicht alle Übungen machen will. Und es heißt by Example, das heißt, jedes Kapitel hat am Ende Examples, beziehungsweise hat am Ende Aufgaben, die man lösen kann, dass man sieht, ob man es verstanden hat. Das werde ich auch noch in die Linkliste tun. Das ist das Beispiel mit dem Foreign Function Interface. Das ist die Effekte-Sache. Was hatten wir? Wollten schauen, was rauskommt, wenn man es kompiliert. Genau, das wollte ich folgendermaßen machen. So, wir waren ja gerade im REPL, ich gehe da mal wieder raus. Mann, ist dieses Ding hier lang, kann man das kleiner machen? Ja. Wir sind immer noch in dem Ordner und wir haben ja gerade, wir wollen jetzt mal einfach alle, wir schauen einfach mal nochmal in den Bauer Components Ordner rein. Ach fuck, die normale Bash hat wieder keine Vorstellung, okay.
Die ohne Konfigurierung, ich hab's. PureScript Prelude, dann habt ihr einen Source-Ordner. Alter. Genau, und wir wollen diese Dateien kompilieren. Das heißt, wir geben das einfach mal PureScript dem Compiler und sagen Pures Compile. Components slash PureScript Sternchen. Das kann man auch mit dem Paketmanager einfach machen, aber jetzt machen wir es so. Und der hat jetzt einfach ein paar Module durchkompiliert. Das geht recht schnell, weil das im Endeffekt nur eine Transformation ist, ein bisschen Typ-Checking davor. Das heißt, der Compiler ist auch tatsächlich recht zackig. Und jetzt kriegen wir einen Output-Ordner. Und in dem Output-Ordner ist die gleiche Struktur noch, ist nicht die gleiche Struktur, sondern sind einfach alle Module drin. Da sieht man auch, dass die Module quasi Namen haben, die in Punkten getrennt sind. Und die können, dürfen nur eindeutig sein. Also jedes Paket kann, zwei Pakete kann ich das gleiche Modul definieren. Oder es muss halt einen anderen Namen dann verwenden. Und jetzt können wir einfach ls output data.ik. In dem Ordner liegen dann drei Dateien drin, die der Compiler produziert hat. Nämlich die externs.json, wenn man die mal ausgeben lässt, in less. Dann ist das eine JSON-Datei, die der Compiler nutzt, um halt andere Module zu kompilieren, weil da sind dann alle Symbole drin, die er gefunden hat. Kannst du mal aufnehmen. Habe ich JQ installiert? Nein, habe ich nicht installiert. Okay. Aber das ist nicht so wichtig. Hm? Ja, es ist so viel Aufwand. Also Steuerung B und Stoff. Sehr wurscht. Du kannst doch schaffen, du kannst einfach den Wald nicht stellen. Das geht, glaube ich, nicht. Ja. Was interessant ist, ist index.js, weil das ist der generierte Code. Hallo! Wir sehen nichts. Ach, ich glaube, wir sehen was. Kann man da JQ drüber laufen lassen, das wird dann gehighlightet. Ich lasse es einfach mal so. Das ist vielleicht. Oder ich mache es im Editor auf. Wollt ihr es im Editor haben? Da ist dann Syntax Highlighting aktiv. Ja, es kann V drücken. V? Ja? So. Ich bin in Less. Du bist in Less, ja? Das habe ich nicht aktiviert. Dein Editor, weil ich habe es falsch gesagt. Generierter Code. Also wie sah jetzt der PureScript Code aus? Wir müssen jetzt erstmal den normalen Code anschauen, okay? Ja. Und dafür zeige ich jetzt mal PureScript. Und zwar, wenn man auf purescript.org geht, dann hat man hier Try PureScript und Quick Start Guide. Übersicht über, wo man Libraries findet, nämlich hier. Und das heißt PureScript. Und zwar ist das ganz schön gelöst, weil im Endeffekt alle Pakete, die auf die hochgeladen werden, die haben so ein PureScript-Prefix und das heißt, die können einfach alle hier auf dieser Seite gelistet werden. Das sind im Endeffekt alle PureScript-Pakete, die es momentan gibt und die schon mal gepublished wurden. Was mittlerweile schon ein gutes Dutzend oder so sind. Wie viele davon sind kompatibel mit der aktuellen Version? Weiß nicht. Es ist nicht so schlimm wie bei Elm, dass alles umgeschrieben werden muss, wenn eine neue Version rauskommt, sondern mehr so syntaktisch nur. Und da kann man oben jetzt einfach eingeben, also eine Suche eingeben und der hat eine globale Suche, das heißt, man findet alles aus den Paketen. Das ist wahrscheinlich für den Anfang eine gute Idee, dass nicht zu viel dort suchen passiert. Der hat auch so eine typgerichtete Suche, also ich kann hier mal die Signatur suchen, dann findet er sofort die Funktion. Aber was wollten wir? Wir wollten X suchen. Ah. Dann lande ich quasi in dem Modul und wir sind hier in der Dokumentation für PureScript Prelude, das ist das Paket, was wir auch vorher runtergeladen haben auf der Latest Version. Es gibt hier auch gleich einen Link zu GitHub. Da sieht man 200 Commits, also tatsächlich gar nicht mal viel für das Prelude von der Sprache. Und was sie jetzt genommen haben, sie haben das Haskell Prelude, oder sie haben so die Haskell Welt genommen, haben alles rausgeschmissen, was irgendwie alt und ätzend ist und haben es schön gemacht.
Da können wir nachher auch noch eingehen, wie diese Typklassen aufgebaut sind. Im Preload sind im Endeffekt alle Standard-Typklassen definiert. Monoide, Funktoren, die Ordnungen, hier die Gleichheit. Transformationen, sehr schön. Natürliche Transformationen. Hating-Algebra. Ja, was man halt so braucht. Du wirst lachen, aber das Boolesche Und ist in der Hating-Algebra definiert. Und ich weiß immer noch nicht, was eine Hating-Algebra ist, aber es scheint zu funktionieren. Ja, halt und. Ich glaube, ich oder sowas. Das ist, glaube ich, eine. Man muss Wikipedia lesen. Ja, was macht Ik? Ik ist das, was man in JavaScript als dreifaches Ist gleich kennt. Und hat auch. Nur der Unterschied ist, dass in PureScript, dass du natürlich keine zwei verschiedenen Typen miteinander vergleichen kannst. Es hat eine Funktion. Die heißt Ik und die nimmt zwei gleiche Typen und gibt dir ein Boolean zurück. Genau, und dann hat sie noch ein paar so Hilfssachen, nämlich ein Operator, der ist ein Alias für Ik und hat eine Assoziativ, also eine Precedence. Und das ist vielleicht ganz interessant. Man muss für jeden Operator, den man definiert, den kann man nicht als Funktionsnamen nehmen, sondern in PureScript muss man ihm quasi ein Alias für einen Funktionsnamen geben. Das heißt, du hast keine unaussprechbaren Namen wie in Haskell größer, größer, gleich, was ja als Bind ausgesprochen wird, sondern das hat erst einen Namen und dann kriegt es einen Operator. Was, glaube ich, eine schöne Lösung ist. Genau, und dann hast du so Sachen wie nicht gleich, dann hast du einmal noch die Quality auf einer Ebene höher. Ja, das war's. Und dann schauen wir mal die Source an, wie das tatsächlich definiert ist. Wenn man auf Source klickt, kommt man auf GitHub raus, nicht in irgendeinem Source-Fenster. Das sind einfach pragmatische Entscheidungen, die getroffen haben. PureScript unterstützt, glaube ich, momentan nur GitHub als Hosting von Projekten. Zumindest der Pure Pursuit, so pragmatisch. Man hat halt am Anfang die Exporte, wie bei Haskell. Dann importiert man ein paar Sachen, man muss nicht überall qualified davor schreiben, sondern kann einfach schreiben import prim.row.row, prim.row.row, kriegt man einen Row-Qualifier und kann ihn nutzen, oder halt in Klassen, dann kriegt man explizit muss man Klassen importieren und explizit auch exportieren. Das ist nicht wie in Haskell implizit. Die Dokumentation ist Markdown im Endeffekt. Und sonst schaut alles relativ gleich aus, wie man es gewohnt ist. Die expliziten For-All-Qualifizierungen. Genau, und dann hast du die Instanzen, nämlich Booleans können verglichen werden, Ints können verglichen werden, Numbers, und zwar für alles, was quasi in Preload schon bekannt ist, wird es eine Instanz geben hier. Was ist FDQ? Da kommen wir gleich drauf. Und jetzt schauen wir einfach an, wie bis dahin das, der generierte Code ausschaut. UseStrict, das wichtigste aller JavaScript-Kommandos. Require, das ist NPM-Lingo, also das ist das NPM-Modulsystem, was sie dafür nutzen, in den generierten Dateien. Und zwar sind wir hier in dem Ordner von dem Modul, also wir sind hier gerade in output/data.iq/index.js. Das heißt, ich kann hier require in dem aktuellen Ordner die foreign.js, da komme ich gleich drauf, und dann im vorigen Ordner in dem Modul data hating algebra die index.js. So werden die Module importiert, einfach direkt als Dateien mit Node.js, mit NPM-Funktionalität. Hat jemand gespäht, wie das mit den expliziten Imports ausschaut? Das gibt es einfach nicht. Das wird einfach explizit in dem generierten Output, kriegt einen Namen und dann wird es überall verwendet. Das kann der Compiler ja trivial machen. Das ist die Klasse Ik. Die wird dargestellt als Funktion, die ein Ik nimmt. Und also das ist im Endeffekt, eine Klasse ist quasi einfach ein Objekt mit Funktionen drin. Das ist eine JavaScript-Funktion, die dafür ausgelegt ist, mit new aufgerufen zu werden. Ah ja, das ist ein Konstruktor, ja, oder? Ja, also, und wenn die das wird, dann wird ein Objekt erstellt und dieses Objekt wird in dieser Funktion an den Namen disk gebunden. Und wenn dann disk.iq steht, dann
wird eben diesem erstellten Objekt, der da die Property EQ gesetzt. Und das erstellte Objekt wird dann am Ende zurückgegeben, wenn man dann diese Funktion mit new aufruft. JavaScript für dich. Was Tim sagt. Dann macht EQ1 da. EQ1 ist eine... diese beiden haben die gleiche Implementierung. Das ist bis auf, wie nennt sich das, Reduktion, Beta-Reduktion oder so. Diese Funktion ist die gleiche Funktion wie diese Funktion, mit anderen Namen drin. Ja. Aber bei EQ1, ja gut, das ist nur Renaming. Was ist der Unterschied im TypeScript? Gibt es ja auch ein EQ1? Ja, da gibt es ein EQ1, das ist weiter unten. Also die sind Alpha-Äquivalent. Alpha-Äquivalent, okay. Das sagt, dass für jedes F, was noch einen Typen nimmt, das nämlich einen Typen A. Ist das auch eine Klasse? Oh, sorry, ich bin bei not EQ1. Hier. Es hat eine Funktion EQ1, die für jedes A, was vergleichbar ist, die F von A's miteinander vergleichen kann. Also, das ist einfach eine Ebene höher. Keine Ahnung, du hast zum Beispiel ein Array von Ints. Und wenn du Ints miteinander vergleichen kannst, dann kannst du auch die Array, den Array-Typ-Konstruktor schon miteinander vergleichen, solange du die Inhalte vergleichen kannst. Egal. Ich habe es fast falsch gesagt. Okay. Was hättest du fast gesagt? Vielleicht zeige ich den ursprünglichen Source-Code nochmal. Da wollte ich eigentlich nicht drauf eingehen, weil es jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen advanced ist. Dieses F hier ist nicht ein Typ, sondern etwas vom Kind Typ nach Typ. Ein Typ-Konstruktor, also wie zum Beispiel Liste. Ohne jetzt noch Ints zu haben oder Liste von irgendwas, sondern einfach nur Liste. Das heißt, ich kann, hier steht es ja, ich kann Arrays miteinander vergleichen. Ohne, dass ich jetzt Inhalt haben muss. Einzige Instanz von EQ1? In Prelude, weil in Prelude sind nur die eingebauten Typen bekannt. Es ist so, es bruncht sich so auf, was man alles erklären könnte, was vielleicht interessant wäre. Was interessant ist, ist EQ. Nämlich, gut, Void können wir auslassen, für Unit. Unit ist quasi der Typ, der nur ein einziges Element hat, nämlich Unit. Schaut die Instanzierung so aus, also was bei Haskell stand, Instance, EQ, Unit, Where, und dann wird die EQ-Funktion definiert, ruft hier das New auf, wie der Tim vorher gesagt hat, und instanziert quasi dieses Objekt, nämlich mit einer Funktion, und die Funktion hat zwei Argumente, beziehungsweise sie nimmt ein Argument und gibt eine Funktion aus, die ein Argument nimmt, und das wird einfach direkt gecurried hier. Also die kombinieren einfach das direkt zu JavaScript, was halt gecurried ist, manuell. Und die Name V und V1, die kommen aber aus JavaScript? Die kommen aus dem Compiler. Die fallen aus dem Compiler raus. Ich kann einfach mal das JavaScript zeigen. Wahrscheinlich stehen da Unterstriche, oder? Vielleicht sollte man mal eine bessere Instanz machen, EQ. Int Unit. Da stehen Unterstriche. Dann generiert er dir einfach zwei Namen, egal. Okay. Units sind immer wahr, weil es gibt nur einen Wert von Unit. Zum Beispiel Boolean ist vielleicht interessant. Nein, Boolean ist nicht interessant, weil es RefEq EQ verimplementiert. Also was hier implizites Currying ist, nämlich zwei Argumente nehmen, was ja in der Sprache dargestellt wird als, ich nehme ein Argument, dann gebe ich eine Funktion zurück, die wieder ein Argument nimmt und dann diese Funktion gibt mir dann. Also zum Beispiel, das kann man einfach zeigen im REPL, dass ich es gerade nicht offen habe. Hier ist REPL import prelude. Das ist wie in Haskell, dass ich sage, ich kann sagen 1 plus 1. EQ, wir waren bei EQ, gell? Wir waren bei EQ 1, 2, ist false. Kleines false, weil das nämlich der JavaScript Built-in false Typ ist. Also das Built-in von JavaScript. Ja, EQ 1, 1 ist true. Und EQ 1 kann nicht angezeigt werden, weil der Typ von EQ 1
Der Typ von EQ1 ist eine Funktion, die noch ein Int nimmt und dann ein Boolean rausgibt. Weil gecurried, so nennt sich das. Und dann kriege ich wieder eine Boolean raus, wenn ich noch ein weiteres Argument gebe. Und in der Darstellung, in dem generierten JavaScript, wird es einfach manuell gemacht. Nämlich, wo waren wir bei Unit zum Beispiel? Das ist eine Funktion, die nimmt zwei Argumente, das heißt, man kriegt zwei Funktionen, die geschachtelt sind ineinander. Also 1:1 Übersetzung. Die Typinformation steht in der Index.js oder? Die Typinformation steht, das ist die Index.js, die steht in diesem generierten Modul-File. In diesen JSON-Links. So wie ich es weiß, ja. Okay. Es kann auch sein, dass es schon komplett weg ist und dass der Compiler dann. Aber wobei er muss ja bereits kompilierte Module noch typ checken können. Also das steht in der Index-Datei. Aber was ich hier schaue, ist quasi JavaScript, wo ich den schaue. Das ist die Ausgabe von dem Compiler. Das ist die. Das heißt, JavaScript ist dann quasi, wenn ich das so will, so funktional, dass das bereits so eine Art Currying von sich aus kennt. JavaScript ist ein Lisp. Ach, okay. Mit komischer Syntax, sehr komischer Syntax. Und mit einer ziemlich mächtigen Backend, mit einem ziemlich mächtigen Runtime-System im Sinne von sehr gut optimiert. Und das Lustige ist, dass wenn du statische Immutable-Datenstrukturen kompilierst nach JavaScript und quasi diesen strengen Code so hinschreibst, dann kann die V8-Engine am meisten optimieren, weil sie sehr viele Garantien quasi hat, dass sich Sachen nicht ändern werden oder dass keine Zuweisungen passieren. Also, und die Frage nach dem Curry-Standort, wenn ich das verstanden habe. Also, JavaScript ist halt eine Funktionalsprache in dem Sinn, dass Funktionen als zurückgegeben werden als können. Rumgeschoben werden können. Aber es kennt nicht dieses implizite Currying, wie in SQL oder PureScript, dass man einfach Werte hintereinander schreibt. Also, in JavaScript gibt es Funktionen, die nehmen zwei Argumente, oder es gibt Funktionen, die nehmen ein Argument und geben eine Funktion zurück, und es sind zwei verschiedene Sachen. Und deswegen. Kannst du mal Hello World kopieren? Ich überlege gerade, wie ich so machen kann, dass ich es im Browser, dass ich dieses Modul quasi im Browser laden kann und einfach auf die exportierten Elemente zugreifen kann. Ich glaube, das müsste so einfach sein wie. Ich habe es noch nicht ausprobiert, sorry. Pure's Compile. Ich gebe ihm noch eine weitere Datei, wo drin steht. Module foo where. Kopier doch dir noch Hello World. Hello World! Hello World! warte, ich werde ein kurzes probieren. Import data.eq. Expanded das Backslash M? Nein. Jetzt. Ja. main.foo.hs. Solltest du dir mal überlegen, hier Editor zu installieren? Ich möchte nicht umsteigen, das wäre so. Ups. Huch. Ach, ich bin im Ripple drin, sorry. foo.hs. Soll das foo.cars heißen? Okay. Achso, ja. Er ist Output. So. Okay. Ah, er exportiert es aber. Curious Bundle. Output foo index.js. Okay, es geht nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, deshalb ist es eine Wirkung. Ja, aber vielleicht ich probiere jetzt einfach mal. Auf nichts zusammengeschrumpft, weil da kein Code drin war. Er hat es auf nichts zusammengeschrumpft. Unnötige warte. Ich kann sagen, data.eq/index.js. Genau. Out.js, Chromium, out.
Schade dran. Ah, Node, Out.js. Ich könnte auch direkt in Node eigentlich laden. Aber ja, das ist jetzt für einen Browser. Ich kann es auch direkt in Node einfach importieren. Ich könnte sagen, Node require. In welchem Ordner war es? In output/data.eq/index.js. Ist gleich. Genau, jetzt habe ich quasi den JavaScript-Code hier in meinem Node schweben. Dann habe ich jetzt die Funktion. Und die Funktion nimmt ein Argument. Kann ich die inspizieren in Node? Helf mir doch! Also die Funktion nimmt quasi zwei Argumente. Und das schreibe ich dann so. Eck.eck. Eck.eck. Ah, und deshalb muss man die Instanzen benennen, weil ich nämlich hier habe Eck.int. Das ist die Instanz für Eck für Integer. Und das ist nicht eine Funktion. Das hat nochmal ein Eck. Nein, weil das die Klassen ist. Und das hat dann. Boah, das ist auch voll. Das ist interessant, JavaScript. Also, das ist der Grund, warum man PureScript benutzen will. Weil kein Argument ist dasselbe wie undefined als Argument übergeben. Was er sagt. Nein, ist nicht. Da könnte er noch was lernen. Ja. Also das übersetzt ich hätte noch eine andere Frage. Ha? Würdest du mir mal Hello World kompilieren und bundeln? Hello World! Hello World! Ja. Aber wie das funktioniert, weil ist ja die glaube ich, nicht die von JavaScript in den genau, deshalb habe ich vorher dieses, ich kann es mal anzeigen. Ich habe dieses... Require ist von Node, aber PureScript bringt eben dieses Pures Bundle mit. Das hatte ich gerade auch schon benutzt. Genau. Und zwar habe ich Pures Bundle auf die index.js von DataEQ aufgerufen. Und jetzt kann ich out.js anzeigen. Und jetzt exportiert er das für den Browser gerecht. Nämlich er legt einen PS-Namespace an, der ist für PureScript. Und dann macht er eine große Funktion. Die nimmt Exports, ein Exports-Argument. Was quasi die Sachen ist, die das dann exportieren wird. Also sie schleift quasi den Output oben, das zukünftige Output-Argument oben rein, definiert dann für alles eine Variable und am Ende assignet es alle definierten Variablen in dieses Exports-Objekt und gibt es zurück. Das war ganz hochschau. Da stand immer noch Require, oder? Da war noch ein Require, genau, das ist ganz oben. Die Requires sind von RTS, da sind immer noch die Requires dabei. Und mit falschen Farben für dich. Was? Könntest du mal Hello World bundeln? Hä? Okay. Ach, das muss man dann im Browser-Refile wahrscheinlich reinstecken und dann gibt es ein browser-kompatibles Ding. Und dann gibt es einen Paketmanager, der heißt Pulp und der kann das. Ich kann den mal installieren. Was? Ja, ich will es eigentlich nicht so einfach machen. Könntest du Pulp bitte mit Bower installieren? Nee, der kommt aus Node-Packages raus. Und das Netz ist gerade schlecht. Ihr wolltet Hello World sehen. Ja, und wir brauchen 4 Paketmanager. Deshalb wollte ich nicht noch einen Paketmanager einführen, weil der wieder anders funktioniert und wahrscheinlich wieder irgendwelche Fehler hat. Also wir haben die Main. Und PureScript-Mode aktiv, was irgendwie nicht funktioniert. So. Module main, import. Der hat irgendwas komisch importiert, irgendwas mit Logging. Oder irgendwas mit Konsole. Wir suchen eine Log-Funktion, das heißt, wir geben im PureScript Log ein. Super, PureScript Hello World. Und dann kriegen wir hier String nach Effect, Unit. Das
Das ist im Modul PureScript-Console drin. Und ja, das ist eine Funktion, die nimmt einen String und gibt mir einen Effekt aus. Und wie es der Himmel so will, ist Main, nimmt Main, die Main-Funktion einen Effekt. Also passt das. Oder gibt einen Effekt zurück. So. Will einen Effekt. So. Deshalb will ich keine großen Paketmanager, weil sie nervig sind. Ach, dieses Mix. Das ist viel leichtgewichtiger, das will man nicht anders. Power install PureScript console. So. Und wie es war das Modul? Effekt.console.log. Effekt. Main ist gleich log high. Genau. Pures. Wir hatten Bundle und wir wollten compile. Compile. Main.js. Oh, das ist gar nicht richtig. Main.source, nicht heiß. meine Gewohnheiten schlagen durch Pures. Oh, das ist ein Warning, dass ich doch bitte Effect Unit sagen soll über Main. Also ich müsste sagen, das ist egal, das ist nur ein Warning, dass Main halt nur Unit zurückgibt. Und dann gibt er mir das Warning nicht mehr aus, sondern er gibt Unknown File Effect aus. Ach ja, weil ich habe jetzt hier Effect und Effect habe ich nicht importiert. Ich muss natürlich sagen, import Prelude zum Beispiel. Jetzt kennt der Effekt nicht. Das ist das wollte ich auch noch zeigen. Das Effekt ist erst seit PureScript 0.12. Davor hatten sie einen F-Typen, der hat noch so spezifiziert, welche Seiteneffekte man nutzen kann. Also da konnte man noch sagen, das hier ist mein DOM-Seiteneffekt, das hier ist mein Konsolenseiteneffekt. Und es hat sich herausgestellt, dass das nur unglaublich nervig ist und keinen richtigen Bonus bringt und halt solche Typsignaturen erzeugt. Das heißt, man hat das einfach rausgeschmissen, weil die Leute es eh nur unself-coerced haben zwischen den verschiedenen Typen hinweg. Und das ist einfach im Modul Effekt. Non-type Unit. Und es gibt kein Standard-Prelude, das heißt, ich muss es auch importieren. Und dann sagt er dir noch, du könntest es aber explizit exportieren, aber das lassen wir jetzt. So, und jetzt hat er mir eine Datei generiert. Bin wieder im Output-Ordner. Main-index.js. Und die kann ich einfach Dings laden, in Node.js hier laden. Oder ich nutze Pulp. Oder ich nutze Pulp. Browserify. Oder ich nutze Browserify oder was auch immer, was diese Node.js-Module nach JavaScript kompiliert. Ich hole mal schnell was. Hey, ich glaube, es ist schon fertig. Nee, er muss noch 100.000 Node.js-Pakete konfigurieren. Jetzt ist es fertig. Yay, es funktioniert sogar. Minus O Entry Files. Minus O Out.js und dann gebe ich ihm Output Main Index.js. Magie. Ich kriege jetzt das in der HTML-Datei rein. Index.html Was gibt das? Doctype.html? Ja, das ist egal. Was? So, glaube ich, oder? Ne, das war mal Glück. Genau, der Body.
Ich brauche kein Head. Also, ich brauche nur, wie heißt es, hier Source-Modul? Link oder Script? Script. Source ist gleich Out.js. Das ist ihm, glaube ich, wurscht. Der Browser kann. Das ist ihm auch egal. Dem ist alles egal. Wie specify a port? Nein, 1000. Localhost 8000. Es wird nichts angezeigt, weil. Das sieht irgendwie kaputt aus. Vielleicht solltest du ein bisschen was mit unnützen Code rausschmeißen. Ich darf auf die Index an. Also den muss man jetzt, glaube ich, im Edge schreiben. Beim Doctype, da fehlt noch ein Ausrufezeichen. Ja, genau so. Weiß nicht, ob das was ändert. Ich glaube, ich sollte einfach Pulp installieren, das hat nämlich. Ein Script-Tagging musst du noch zumachen. Ja, das ist ein Script, und die sind vertauscht. Das hat er aber von selber erkannt. Ja, der Chrome macht schwarze Magie. Das ist wieder alle. Was gibt denn das HTML dann aus? Ich habe dir noch Browserify gegeben. Ich sollte es einfach mit Pulp machen, da geht's nämlich. Punkt, Punkt, slash, Starter, Punkt, Ordering sieht mir nach einem relativen Pfad aus, der nicht funktioniert. Ich installiere Pulp, okay, ich gebe auf. We are Webshit now. Hey, Pulp ist sofort gekommen jetzt. Tatsächlich. Also Pulp ist der eigentliche Paketmanager für PureScript und der hat auch Kommandos, nämlich ein... Halt Browserify. Kommando. Das wirft Fehler. Ja. Aus. Also dann wird es halt kompliziert, ich weiß nicht. Ja, ah, das ist aber irgendwie das Interessante, oder? Dann passieren Fehler und irgendwie komische Dinge. Was ist das hier? Async Write. Ich glaube, das liegt daran, dass eben Pulp noch nicht auf PureScript 1.12 ist, sondern noch auf 1.11 rumdoubled. Und dann, ja. Also ich glaube, es geht jetzt nicht einfach so. Aber der ruft Pius Bundle auf, statt oder in dem Bett. Also das hier kann ja nicht funktionieren, weil die relativ schade sind, die required. Ja, wir sind quasi immer noch da, glaube ich. Also die required sind noch da? Ja. Ja. Wenn du schaust, ja, dann muss man das mit Pipe irgendwie machen und das geht gerade nicht. Aber es geht. Du mal die Output-Datei in das Verzeichnis von Input-Datei reinschreiben. Dann stimmen die für relativen Pfade. Aber dann kennt er ja kein Require. Okay, das ist vielleicht das nächste Problem. Also mit Pures geht's, wenn Pures funktioniert. Sobald Pures mal wieder funktioniert. Ich wollte das eigentlich weglassen, weil ich wusste, dass das Pipe gerade kaputt ist. Sorry, nicht Pures, sondern Pipe gerade kaputt ist. Macht die Sprache nicht sehr verwendbar. Nee, meine Frage ist halt, schmeißt du unnützen Code weg? Lässt du irgendwie Google Closure Compiler oder so drüber laufen oder was weiß ich? Ja, er schmeißt unnützen Code weg. Und zwar gibt es da verschiedene Methoden, es gibt auch schon Tools, die da noch mehr raus optimieren und so. Und PureScript an sich kann auch da Optimize-O Perform Dead Code Elimination. Mhm. Dann nutzt er die Standard Elimination von Browserify, glaube ich. Ich würde erwarten, dass bei Hello World dann ein Zeiler übrig bleibt. Kann sein. wir haben in Hello World mit irgendwie allen Standard-Libraries drin und die unminifizierte und unkomprimierte
out.js hat minus h 88 Kilobyte, also vertretbar. Und dann macht man noch Dead Code Elimination und lässt noch irgendwie Minifier drüber laufen, dann ist man auch bei großen Projekten in dem akzeptablen Bereich. Foreign Function Interface. Wir halten uns einfach weiter an Eck. Spät haben wir ja 9. Ich würde sagen, eine Viertelstunde noch oder so und dann könnt ihr mal beim Sangam anrufen. Ja, du hast vorher gefragt, was dieses Ref-Eck hier bedeutet. Mhm. Weil ich meine, Char und Number und String benutzen alle so eine Ref-Eck-Funktion. Ref-Eck. Hier. Die nutzt den Foreign Import. Weil du kannst ja für die Built-in-JavaScript-Datentypen nicht in PureScript irgendwas definieren, weil du keine Referenzen hast auf die Built-ins. So, und jetzt kommen wir zu PureScript Foreign Function Interfaces. Also, wir deklarieren es auf PureScript-Seite mit Foreign Import, RefEgg, dann sagen wir, das ist eine Funktion, die nimmt zwei beliebige Typen A und gibt ein Boolean zurück. Das Lustige ist, dass dadurch, dass wir hier nur die 5-mal verwenden, nämlich für diese Typen Boolean, Int, Number, Char, String, wissen wir auf PureScript-Seite, es werden nur in diese RefEgg-Funktion werden nur Booleans, Ints, Numbers, Chars und Strings reinkommen. Und das geht auf PureScript-Seite gar nicht anders, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir sind da. Man importiert dieses RefEgg noch woanders, ja. Das wird nicht exportiert aus dem Modul. Also wissen wir, dass es niemals was anderes. Kann ich den Import nicht nochmal irgendwo anders entscheiden? Wie funktioniert das? Wie das funktioniert, ist folgendermaßen. Du bist hier in dem Ordner Data-Eck-Pures und dann gehst du in die daneben liegende Eck.js und da sind dann die Funktionen definiert, die der Foreign Function Importer importieren kann. Da, auf was anderes kann der nicht zugreifen. Das heißt, es ist eine Datei, die heißt genauso, hat eine JavaScript-Endung. Und was die macht, ist, die definiert wieder so ein Node.js-Modul. Und in dem magischen Exports-Objekt werden die Funktionen eingefügt. Und so ein Zeug muss man selber schreiben, wenn ich genau. JavaScript-Code halten. Genau, und wenn du jetzt Node.js-Pakete, also NPM-Pakete nehmen wollen würdest und die als Backend verwenden für irgendwie komplexe Logik, dann nutzt du einfach oben require, das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann importierst du sie hier in der Foreign Function, in der Foreign Function Datei und wrappst sie einmal für PureScript und dann kannst du sie in PureScript verwenden. Das muss man auch selber schreiben, was man jetzt ganz sieht, oder? Das ist die Seite, die quasi JavaScript nicht magisch generieren kann, sondern das ist im Endeffekt, ich meine, um zu sagen, ich vergleiche Nummern oder ich vergleiche Strings oder so, muss man halt die JavaScript-Implementation machen und die ist folgendermaßen dreifach ist gleich. Und man muss einmal hier diese Funktionen schachteln. Bei PureScript will nämlich gecurried Code haben. Muss man nicht unbedingt. Es gibt auch in PureScript ein Interface, mit dem man normale JavaScript-Funktionen in PureScript importieren kann. Die sind im magischen Compiler implementiert und die funktionieren auch recht gut und sind ziemlich simpel eigentlich. Kann ich dann jetzt hier zum Beispiel auch require und dann beliebig komplexe genau. Libraries reinschreiben und dann habe ich da so ein Tor quasi in meinem genau. JavaScript. Ich zeige euch da gleich nochmal für die Implementierung von Pulp. Pulp ist in PureScript implementiert, der Paketmanager. Da habe ich auch schon mal dran rumgeschraubt, das ist ganz simpel eigentlich. Die haben eine eigene Implementierung für Arrays, was Sinn macht, weil du kannst nämlich einfach die Länge der Arrays erst vergleichen und dann sofort true zurückgeben, wenn die Arrays an sich gleich lang sind. Also das schaut irgendwie kryptisch aus, das heißt man geht zurück auf die ursprüngliche PureScript-Datei und schaut sich den hier an, wie Eck-Array-Impel ausschaut. Das nimmt am Anfang eine Funktion, die von A nach Boolean geht und dann nimmt es ein Array von A's und noch ein Array von A's und gibt Boolean zurück. Das heißt, man kann in die JavaScript-Welt auch wieder Funktionen, PureScript-Funktionen einschleusen. In dem Fall wird halt auf PureScript-Seite eine Funktion definiert, die zwei normale Elemente vergleichen kann. Und die gebe ich auf die JavaScript-Seite und die kann ich auf der JavaScript-Seite verwenden. Und auf der JavaScript-Seite kriege ich dann hier die Funktion f, die x's und die y's. Das sind zwei Arrays, x's für mehrere x's, y's für mehrere y's. Das heißt, ich vergleiche erstmal mit dem JavaScript-Dreifachen ist gleich.
Und dann kann ich schauen, ob die Längen unterschiedlich sind und dann gehe ich durch die tatsächliche Liste durch. Anscheinend muss man in JavaScript da noch einzelne Elemente vergleichen. Ich weiß nicht warum. Nee, in JavaScript, das ist gleich, das vergleicht nur die Referenzen auf die Objekte. Ja, das ist komisch, aber es ist anscheinend so. Also das geht ja nicht irgendwie tief rein und vergleicht die Felder. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon das krasse Equal, aber da musst du immer noch manuell dann Dinge tun. Also dass man hier reingehen muss und nicht die einzelnen Elemente anschauen muss, ist ja deswegen, weil die Vergleichfunktion F hier übergeben wird. Genau, wir kriegen von der PureScript-Seite die Funktion F und dann iterieren wir einfach mit JavaScript-Methoden. Das ist halt sehr effizient, weil es wird tatsächlich Loop-Unrolling im Prozessor wahrscheinlich und wenden im Endeffekt diese Funktion F, die wir gekriegt haben, an. Und diese Funktion F nimmt zwei Argumente, das heißt, ich muss zweimal die Klammern machen, weil die Funktion gecurried ist, die von PureScript kommt. Aus PureScript kommen nur gecurried Funktionen raus. Okay. Das ist nicht ganz richtig, aber im Standardfall schon. Wenn ich jetzt PureScript schreibe und mir einen Datentyp definiere und für den eine Equal-Instanz definiere, ja, die falsch ist in folgendem Sinn, sie gibt immer false zurück. Ja. Okay. Kann ich ja machen, nehme ich an. Das ist gerade so Ingo-Sprech, was du gerade treibst. Ja. Ich muss ja versuchen, die Frage hier langsam einzunehmen. So, und wenn ich jetzt zwei Arrays, die nicht Länge 0 haben, sondern Länge 5. Eigentlich einmal dasselbe Array, meine ich. Mit irgendwelchen Werten von diesem Typ drin, wo niemals zwei Werte gleich sind. Und ich vergleiche jetzt diese zwei Arrays. Dann sind die gleich. Obwohl, nach dem, was ich implementiert habe, sie eigentlich ungleich sein müssen, weil die beiden ersten Elemente von den Arrays sind ja ungleich. Du definierst selber so eine Instance Equal. Ja. Du definierst dir selber so ein Instance Eq my val und ich sag halt irgendwie data my val ist gleich my val. Es gibt nur ein Element where eq unterstrich ist gleich false. Ja. Ist ja nicht groß false. Nee, klein false, weil es gibt keinen Data-Bool, es ist der Standard JavaScript-Boolean. Okay. So, wenn ich das mache, ja? Wenn ich zwei Arrays baue, wo beide Male. MyWal ist. Nein, Entschuldigung, ich baue nur ein Array, wo MyWal drinsteht. Ja. Und jetzt mal gucke, ob dieses Array gleich sich selbst ist, dann wird das True zurückgeben. Du wirst drauf zurückkommen. Obwohl der erste Eintrag von diesem Array nicht gleich dem ersten Eintrag von diesem Array ist. Nee, du hast die Implementierung von dem Array falsch verstanden. Hab ich das? Da wird doch zuerst das Dreifache ist gleich von JavaScript angewendet. Ach, du meinst, weil das. Wenn das True sagt, dann werden nicht die Einträge angeschaut. Das heißt, dann wird die übergebene Funktion F ignoriert. Ach so. Das ist eine gute Frage. Das kann man ja ausprobieren. Also, die nehmen hier an. Main ist gleich. Pure. Ach, das geht glaube ich. Ah, ne. Wir haben das. Sieht man dann in dem Scope von dem Node.js die Funktion eq? Müsste man sehen, oder? Können wir einfach ausprobieren. Also, ich kompiliere jetzt main. Unexpected eq, expected identifier. Ah, in PureScript muss man halt irgendwie sagen, my val eq. Doppelpunkt, glaube ich. Ja, okay. Und jetzt sage ich node require Punkt output main index.js. Und dann noch main ist gleich und dann noch was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Array-Geschichte. Ne, Arrays kann ich vergleichen direkt. PureScript Arrays sind
Ah, ich glaube, es ist besser so. V ist klar. Ah ne, das geht. Geht ja, probier mal das aus. Ich bin nicht sicher, ob es diese Schreibweise gibt. Ich glaube schon. Lock will einen String haben. Ich hoffe mal, es gibt Show, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es gibt bestimmt auch Print. Ja, okay. M.name. False. Okay, das ist jetzt gut, weil jetzt hat er die Einträge von dem Array angeschaut. Man hat gesehen, der erste Eintrag vom linken Array ist ungleich dem ersten Eintrag vom rechten Array. Und damit ist es false. Ah, das kann man ja einfach hier schauen, indem man 1,1 equal equal 1,1. Ja, Moment, aber das hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun. Doch, oder? Doch, weil das ist ja das, was er ist. Achso, so weit, genau. Aber jetzt machen wir mal einen Twitch-Code und mach mal. Schieb mal dieses VV, das Array, mach da mal unten bei dem Where, wo ja V ist gleich V, V. Ah. Oh, und dann zippen oder was? Nein, Array. Also V, V. Genau, und jetzt frag mal oben V gleich V. V gleich V. Ich würde annehmen, dass das jetzt tut. Müssen wir die Welt in Frage stellen? False. Auch false, aha. A ist gleich hört. A ist dann ist gleich A. True. Vermutlich erzeugt dann. Also dieser Gleichheitstest hier, was wird implementiert durch dieses Array-Gleichheitstest-Ding halt. Und das schaut zuerst, ob die Referenzen gleich sind. Und das war jetzt in dem Fall wohl nicht der Fall, ja. Mhm. Also obwohl wir hier nur einen Faust haben und das mit sich selber vergleichen. Weil PureScript das nicht in eine JavaScript-Variable kompiliert, sondern in was anderes. Wir können es ja nachschauen. Cut output, nein nicht cut, sondern less output name index.js. Das ist ja das Schöne dran, da das so schön zu Code umgewandelt wird. Wie man hier sieht, kann man es super lesen. für Output von einem Compiler, also. Das ruft halt die Funktion log auf und. Kannst du noch Faust? Das Lustige ist, die Funktion log muss erstmal Funktionsdefinition nehmen, als erstes Argument, weil sie halt erstmal quasi wissen muss, welchen Typ sie loggen muss. Das heißt, sie muss erstmal wissen, welche Funktionen sie aufrufen soll, um die Sachen anzuzeigen. Und dann hier kriegen wir myVal.value und myVal.value als in die eq-Funktion. Die eq-Funktion reingeschrieben. Und myVal.value? Also die Variable Faust, die wurde hier jetzt wegoptimiert, ja? Ja, myVal. Wenn wir versuchen, dass sie nicht wegoptimiert wird, dann könnten wir true kriegen. Ja, weil wir, das ist quasi hier, so wird der Datenkonstruktor dargestellt. Der wird halt in so ein JavaScript-Objekt-Foo geschichtet und kriegt dann quasi ein Objekt namens myVal. New myVal. Und dann ist die Frage, wie JavaScript ist. Das muss der Tim sagen. Was da genau passiert. Kannst du mal in PureScript das Faust auf Top-Level bestellen? Also wir hatten ja quasi data myval ist gleich myval. Und der macht dann hier ein Function ohne Argument mit einer weiteren Funktion drin, die myval heißt auch. Und da, dem weist er dann ein Value-Element zu, was dieses
Objekte instanziert. Ja, also mein Value ist halt jetzt irgendwie. Und dann, das ist quasi ein statisches Kind. Wie man in Java schreiben würde, static. Na, nicht unbedingt. Kann ich mal sehen, was da da. Ich habe gerade ein bisschen. Zeig mal den PureScript-Code nochmal. Der PureScript-Code macht quasi ein Data, was einen genau dieses MyVal enthält. Und das wird so dargestellt von kompilierten Output. Also es erzeugt hier quasi so eine Klasse oder einen Konstruktor für ein MyVal und instanziert hier ein Objekt für MyVal. Es schiebt in MyVal.value rein. Ja, vielleicht wäre es super, wenn du mal genau sowas auch noch machst, irgendwie das hier und dann würde man das besser verstehen. Weil das hier ist eine Optimierung von einem Code. Ja, warte, ich hab's gerade nicht. Kannst du mal den Code von dem, was jetzt da steht, zeigen? Ich habe gerade noch einen Error gekriegt, weil V. Ah, das mit V war nie kombiniert, ja. Ja, das heißt, wir müssen das ausprobieren, was da jetzt vorhin stand mit dem WRV, VV. MyVal und. Das V wird einfach definiert, oder? In deinem Schlüsselcode. Das V. Du wolltest ja statt V vielleicht MyVal schreiben. Achso, wir haben noch nie auf den Output geschaut, der da. Ja, aber deswegen würde mich das auch interessieren, ne? Vielleicht war ja die Feinde, dass du das nicht gesehen hast. Das konnte ich sagen. Ich glaube, das wurde einfach noch nicht kompiliert bis jetzt. So, also der Konstruktor ist ja noch der gleiche. Also was ist der Output jetzt von diesem Programm? Und der Konstruktor von foo, was ein Int und ein String nimmt, macht einen Konstruktor, der zwei Werte nimmt, nämlich erst ein Int und dann ein String und einfach Value 0 und Value 1. Ja, das ist jetzt der angecurried Konstruktor. Und das curried den Konstruktor. Wenn sein sollte, wird das hier noch alles. Die Create-Funktion ist quasi der curried Konstruktor. Genau. Okay, jetzt können wir mal das MyVal anschauen. Ja, das ist MyVal. Das ist halt hier oben. Das hier ist erstmal so wie das Foo. Man hat so eine Funktion, die halt alle Argumente für den Konstruktor nimmt, nämlich keine, und dann diese Argumente als Werte speichert. Mhm. Deswegen ist das ist eine Leerzeile, weil der Compiler da eine Leerzeile dann macht. So, und dann könnte man ja sagen, okay, die Create-Funktion, wie sollte die jetzt hier ausschauen? Ja, das sollte ja dann. Die wird nicht gemacht, weil. Wenn man das dann curried, dann gibt es hier kein. Sie braucht ja nie gar kein Argument annehmen. Also sollte die Curry-Funktion dann einfach ein statischer Wert sein. Die sollte eigentlich einen Unit nehmen. Und weil die das dann natürlich nicht create nennen wollen, weil das ist ja keine Funktion. Ach, dann nennen sie es Value. Haben sie es halt Value genannt. Okay. Wird das dann ein anderer Name, falls null Argument ist. Und hier wird auch New Foo aufgerufen, um dieses Foo-Objekt. Diesen Code bitte auch ausführen? Mann. Du meinst, jetzt wird's true? Ich hoffe das, ja. Also, auf eine Ebene hoffe ich es, auf eine andere hoffe ich es nicht. Alles klar. Gut, dann behaupte ich jetzt, PureScript hat Referential Transparency kaputt gemacht. Das ist wohl. Weil wenn du dieses Faust gleich mal, ja, wenn du das wegmachst und da wo Faust stand, den Wert hinschreibst, dann wird es halt wieder false. Also weißt du, was ich meine? Also hier sollte ja true rauskommen. Nee, da sollte false rauskommen, weil das sollten die Einträge von diesem Array verglichen werden und der erste Eintrag vom einen Array ist ungleich dem ersten Eintrag vom zweiten Array, weil nämlich je zwei Werte vom Typ MyVal ungleich sind. Ach so, weil wir diese. Ich hab halt das soziale Gesetz von der IQ-Instanz gebrochen. Ja? Aber wenn das so funktionieren würde, wie man erstmal denken würde, nämlich wie vergleiche ich zwei Arrays? Naja, ich fange an, indem ich die zwei ersten Einträge vergleiche. Ja, das würde man denken und dann dürfte das hier nicht vorgeben, aber es ergibt true. Also vorausgesetzt eine nicht lawful Instance für IQ. Ja. Ist dieser Code hier zwar vermutlich effizienter, weil nur ein Pointer-Vergleich gebraucht wird, aber bricht Referential Transparency. Ja. Und das hier ist der letzte Commit Optimization for Eek Array.
Und was sagt er, running through on large nested data structures can be expensive, like rose trees, so checking for reference equality before traversing. So, und was machen wir jetzt? Nee, hat nicht den gleichen Effekt. Also, das ist auch nochmal eine Optimierung. Ja. Also, meine Meinung ist, so eine Instanz von IQ schreibt, der hat nichts Besseres verdient. Wenn man die Länge vergleicht, kann rauskommen, dass die zwei Geld. Soll ich ihn according to, bla bla, to? Wie ist denn dein GitHub-Name? Meiner. Ja. Warum? Ja, weil wir jetzt. Das andere. Alles kaputt. Aber das sagt ja, aber das ist ja erstmal richtig, was da steht. Aber, ja, aber es sollte false rauskommen, okay? Aber wir müssen das nicht jetzt machen, aber. Und wir können auch erst nochmal gucken, ob irgendjemand irgendwo was geschrieben hat. Nee, das haben wir ja gerade geschaut, hier steht nichts. Ja, okay. So. According to Ads. Matthias. Vorne mit großem M. Ist das hier richtig? Ja, Matthias. Wird nicht vervollständigt. Verstehe ich nicht. Ja, weil es nicht in dem Repo ist. Referential. Kannst du bitte Frank's Referential Transparency in Anführungsstrichen machen? Nein! Nicht so weit. For unlawful equals. Da bist du. Ups. Chuck. Should be false. What is. Okay, ja gut. Das war dann diese Foreign Function Geschichte. Und jetzt wollte ich noch was zeigen, wie es in der tatsächlichen Welt aussieht. Die Zeile runter, die Zeile runter mit der Länge. Die hat den Effekt natürlich nicht, da zu sprechen, aber die hat auch den Effekt, wenn ich jetzt immer Schuh zurückgehe, dann vergleiche Game Changer. Das hat den gleichen Effekt, ja. Die gibt nur, also die hier, die gibt ja nur immer false zurück, wenn ich Sachen vom Typ MyVal vergleiche. Und du kannst jetzt schon eine machen, die immer true zurückgibt, wenn du Sachen vom Wert MyVal vergleichst. Aber was du bräuchtest, damit das mit der Länge nicht mehr stimmt, ist, dass Gleichheit von Race ja, immer stimmt. True zurückgibt. Also die Elemente. Die Race, die ist ja schon irgendwo definiert, die kannst du ja nicht definieren. Ja. Aber die Gleichheit von Arrays greift halt zu auf die Gleichheit von MyVal, deswegen kann ich hier schon sehen. So, Pulp, okay. Also das ist immer free. Ja, das ist immer free. Okay, wir haben hier den Code von Pulp. Und zwar sind wir hier in dem Teil, der den Watcher macht, der den PySystem-Watcher macht. Der hat so eine Funktion, da kannst du quasi sagen, schau dir diese Ordner an und hier ist der Callback, den du ausführst, wenn du was von der Aktion quasi findest. Der hat sogar einen Debouncer drin, der quasi 100 Millisekunden, die Funktion von 100 Millisekunden einfach wegwirft, bis das nächste kommt. Genau. Hier ist die Debounce-Funktion. Und hier zum Beispiel Foreign Import Minimatch. Oder, ja genau, Minimatch. Und jetzt haben wir, also die Minimatch-Funktion nimmt zwei Strings und gibt ein Boolean zurück. Und die wird hier verwendet, die nimmt erstmal den Pfad, den aktuellen, und vergleicht dann von jedem Element in der Liste Fileglobs, ob es dem Path matcht.
Und wenn irgendeiner davon matcht, dann gibt sie true zurück. Gibt das ganze true zurück. So. Und dann passieren halt diese Aktionen hier in dem Do-Block, nämlich es killt den Watcher und startet ihn neu. Ich glaube in dem Fall sogar sich selbst. Also den Thread, der. Ja. Wenn ich in die watch.js gehe, sehen wir, wie sowas in der Realität gelöst wird, nämlich wir haben diese Funktion minimatch, die wird exportiert hier aus der Datei. Die nimmt erst den ersten String zurück, den zweiten String, das ist ein Globbing, also ein Glob, den minimatch dann kriegt und ruft minimatch als Funktion im Endeffekt auf. Und minimatch ist tatsächlich die Node.js Library minimatch. Können wir schauen. npmjs.com minimatch Globmatcher in JavaScript mit 10 Millionen Downloads und 41 Versionen. Und JavaScript hat ja irgendwie nur so komische Doku in der README. Tschüss. Ja, die wird halt so angewendet. Und die wird im PureScript einfach mit 10 Zeilen Code, nee, nicht mehr mit 10 Zeilen, mit 5 Zeilen Code importiert und dann benutzt. Da könnte man natürlich noch schönere Typen drüber legen, man könnte irgendwie sagen, das zweite Element ist kein String, sondern ein Glob und dann macht man irgendwie so einen Typen, dass man halt Globs erzeugen kann, die man irgendwie aus Elementen zusammenbaut oder so. Das brauchst du in dem Fall nicht, weil man kriegt einfach von der Kommandozeile den Glob reingegeben und den reicht man durch an Minimatch und der wird dann in den Watcher reingeschmissen. Wo war es? Hier war es. Genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah ja, wie das Ganze im Projekt dann ausschaut mit den NPM-Dependencies. Ich habe halt im ersten Ordner vom Pulp habe ich eine package.json für NPM-Sachen. Das sind alle NPM-Dependencies, die sie verwenden, ganz normal mit den normalen NPM-Isms hier Minimatch Version 3.0.3. Und ich habe eine bower.json, das sind die ganzen PureScript-Dependencies. Und wenn ich das Projekt dann wenn ich an dem Projekt coden will, dann sage ich halt npm install und bower install. Und dann kann ich das mit pulp auch verwenden. Pulp an sich tut keine Dependencies auflösen, das muss man selber davor machen. Die haben sich dagegen entschieden, das nochmal zu rappen und nochmal irgendwie noch was einzuführen, noch einen Wrapper drum zu machen. Weil noch nicht ganz klar war, ob sie jetzt quasi immer Bower verwenden wollen oder immer NPM verwenden wollen. Und deshalb lässt man das einfach so, überlässt man das den Tools. Ja. Was gibt's noch? Die haben eine yarn.log-Datei, oder die habe ich, glaube ich, generiert für Yarn, dass man immer die gleichen Versionen kriegt. Die habe ich generiert, weil ich das in Nix packagen wollte und genau. Also es ist sehr pragmatisch alles und nutzt halt die Tools, die schon da sind und baut jetzt nicht so riesig viel Zeug drüber. Genauso wie das ganze Typsystem, diese ganzen crazy Sachen, die sind alle 1:1 von Haskell kopiert. Und das Einzige, was die drüber bauen, ist dieses Row-Type-System. Ich hatte jetzt noch hier diesen alten Effekttyp, der in 0.11 drin war, der ist vielleicht interessant, weil der zeigt diese Row-Types auch. Nämlich das war so, dass man ein F hatte als erstes Argument, also Typ-Argument, noch so eine Row an Effekten. Und diese Effekte konnte man selber einfach mit Foreign Import Effektname definieren. Und dann hatte man quasi einen neuen Effekt definiert. Hier sieht man es. Also wenn ich sagen will, ich will es sind im Endeffekt Labels, die existieren nur auf Typebene und werden dann in der Realität haben die keinen Effekt. Aber der Code hat dann nicht kompiliert, wenn man halt versucht hat, Konsoleneffekte mit DOM-Effekte zu vermischen oder so, dass man da keine noch ein bisschen mehr Sicherheit hat, aber es war in der Realität halt so nervig und so lang alles, dass sie es rausgeschmissen haben. Aber etwas in dieser Effekt-Monade, das konntest du dann nicht mit
konntest du nicht mit einem anderen Händler ausführen, oder? Sondern es war festcodiert, oder? Es war quasi nur ein Tag für den Code. Also so wie I.O. Das ist nur ein Tag für den Code, ja. Und du kannst dann halt Funktionen schreiben, die Effekte, die was mit einem... Also du kannst halt schreiben irgendwie. Du kannst dann halt sagen, foreign, also wir haben myEffect schon, und dann kannst du sagen, run myF, die nimmt einen etwas, was halt einen Effekt ist, und dann myF. War das so? Ich glaube, es war so. Also siehst schon, dass es irgendwie komplett absurd dann wurde. Und gibt dir halt irgendwie, keine Ahnung, F von Q. Also damit konntest du sie dann wieder rausschmeißen. Also das Typ checkt noch nicht? Nein, das ist ja nur eine Typsignatur. Ja, aber das kein Check noch nicht. Achso, ich muss hier noch natürlich noch irgendeinen Wert dazu tun. Keine Ahnung, so. Ja, und das wäre dann ein Händler, und der kriegt irgendwie alle Calls zu Sachen, die MyEffect verwendet. Wie der intern dann definiert war irgendwie unsafe coerce den Typen oder so. Also er hat halt irgendwas gemacht und hat dann gesagt, ja, aber das ist jetzt nicht. Nimm einfach mal an, dass der Typ jetzt der andere ist. Also schmeiße dieses Label weg. Ah, okay, aber. Naja, wir müssen es denn machen. Also in der Realität war es so, dass du einen Console hast, dass du zum Beispiel Console hast, und dann gab's halt Log, und Log hatte den Typen String nach F for all L, String nach F Console. Das war auch mit den Namen von diesen Werten tatsächlich immer fragwürdig, weil dem musstest du Namen geben, die mussten dann gleich sein wie die anderen, sonst hat es nicht getypcheckt. Also es war komplett strange. Unit, und dann hat er halt im Endeffekt dieses foreign log aufgerufen, was dann definiert war als foreign import foreign log mit dem Typen string nach f console. Und auf der JavaScript-Seite gibt es ja keine Typen, das heißt, es hat einfach gepasst, weil dann alles, was du hier angibst, ist die Voraussetzung. Ja, das ist quasi wie ein System, um Code zu checken. Genau, das ist nur so Phantom Types im Endeffekt. Aber das Interessante war, dass du diese Row Types hattest, und die Row Types können sagen, irgendwelche anderen Typen noch oder irgendwas anderes noch in diesem Row Type drin. Und deshalb konntest du sagen, ja, ich kann Effekte kombinieren, Set-mäßig. Also ich habe ein Set an Effekten, die kombiniere ich. Und da kann ich dann so Unions machen drüber oder kann. Und das ist tatsächlich der Research-Teil, den sie haben in PureScript. Da gibt es einige Leute, die arbeiten da an so ein bisschen Research. Die haben halt zum Beispiel diesen Rowcons-Typen, der nimmt ein L, was ein Symbol ist. Ein Symbol ist zum Beispiel ein String auf Typebene, und der nimmt irgendeinen Typen A, und dann nimmt er eine Row von Is, die auch Typen enthalten, und eine Row von Os, die auch Typen enthalten. Und hat dann noch Function und das, also die Beschreibung ist vielleicht interessant. Also Rowcons Type, das ist a four-way relation, which asserts that one row of types can be obtained from another by inserting a new label type pair on the left. Also es ist Typ-Level-Zeug, was irgendwie mit diesen Row Types relationale Programmierung auf Typ-Level-Ebene macht. Und da kann man irgendwelche Dinge ausdrücken, aber kein normaler Mensch versteht, was sie da tun. Also ich verstehe es nicht. Man kann sich ja bestimmt reinarbeiten. Bis jetzt ist es noch nicht so interessant. Es gibt halt Spielereien damit. So ein bisschen wie Dependent Types auch Spielereien sind oft. Wie ist das, Row Types
so richtig verwendet. Low-Types jetzt nur für diese Records, ja? Genau, das war eigentlich nur so pragmatisch für Records. Und dann dachte er sich halt, Phil Freeman heißt der, dachte sich halt, oder vielleicht einer der anderen, das könnte man auch für Effekte benutzen und für so Effekt-Label. Und jetzt sind sie davon wieder. Und jetzt sind sie wieder, jetzt ist es quasi I.O. Das heißt halt Effekt, weil I.O. komisch ist. Also weil sie es irgendwie schöner benennen wollen, alles wie in Haskell. genau, und Prim ist das immer eingebaut. Also Preload ist nicht eingebaut, aber Prim ist immer drin. Und alle diese Dinge, zum Beispiel der Function-Type, ist in Prim, also im Compiler definiert, aber der hat ein schönes Modul, das allerdings nicht von Pursuit generiert, also nicht generiert wird, sondern vom Compiler halt fest. Ja. Und der hat, glaube ich, sogar den. Der ist magisch. Ich dachte jetzt, sie hätten sogar einen Operator-Alias für Pfeil, aber sie haben gar nicht, haben sie ihn gar nicht. Das ist im Compiler implementiert. Ich kann übrigens empfehlen, den Compiler mal anzuschauen. PureScript. Der Compiler ist in Haskell geschrieben. Ich bin hier gerade falsch. PureScript, Source, System, IO, das ist UTF-8-Scheiß. Genau, Language, PureScript. Und tatsächlich für ein Haskell-Projekt extrem schön. Also für ein Haskell-Projekt ist das es ist auch eine Library, also die kann man in Haskell einfach in GHCI importieren und dann damit rumspielen. PureScript modifizieren, irgendwelche Sachen implementieren, ja, halt schauen, wie das JavaScript generieren aus funktioniert und was da rauskommt. Also es ist ganz schön und die haben halt ein äußeres Modul, wo sie alle internen Module quasi exportieren. Das heißt, im Endeffekt sagst du in deinem GHCI import language.purescript und kriegst dann alles von dem PureScript Compiler in den aktuellen Scope. Und dann ast.hs exportiert er also aus dem ast-Ordner wieder, also so rekursiv. Was ich interessant fand, war ich glaube, ich habe den Pretty Printer mir mal angeschaut. Genau, weil ich mal das Pretty Printing ein bisschen ändern wollte, da bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Wie heißt das, wenn man Core Passes macht? Simplification. Context Simplification? Nee. Ich suche dieses eine Modul. Source, Language, PureScript, CodeGen? Nein. Das ist der Code-Generator, also es ist halt irgendwie ziemlich simpel alles zu halten. Ich suche dieses eine Modul, fuck. Ich will euch jetzt nicht noch weiter aufhalten. Aber das fand ich zu cool. Pretty Parser. Schon gehört das? Der Teil, der die Dings, die Simplification Passes. Traverse, Declaration, ne, das ist der Ast. Traverses? Ne, es heißt nicht Traverses. Kinds, Label, Linter, Option, Parser, Renamer? Ne, Sugar. Genau, die den Syntactic Sugar vom PureScript nimmt und rausschmeißt. Die Funktion hat halt diese schrittweise, was alles passiert, Anleitung. Und die Implementierung von der Funktion ist halt so. Das fand ich schon ziemlich cool. Warum sind da manchmal drei größer, also manchmal. Das ist der Punkt, also Punkt, Flip, Funktions, ja. F von G von X, aber halt G von F von X. Und das ist der Fish-Operator, der monadische. Ich weiß nicht, weil das geht nach M. Aber warum? Die nutzen so ein MTL-Modul. Weil manche vielleicht pur sind und manche nicht. Genau. Pur. Also siehst halt hier, welche Traversal Passes pure sind, nämlich dieser hier. Der mappt ja auch nur. Zum Beispiel die Sugar Let Pattern Mode und so. Da das alles eindeutige Identifizierer ist, kannst du auch einfach reinschauen. Der geht von Modul nach Modul. Also das ist quasi im Endeffekt ein Konvertierer von einem Modul nach einem Modul.
hier, der nimmt eine Liste von Modules und gibt mir eine Liste von Modules. Und deshalb macht er hier immer Map davor, weil er eben immer über die Listen gehen muss. Traverse, wenn das effektvoll ist, und Map, wenn das nicht effektvoll ist. Und wenn es halt nicht effektvoll ist, kann er danach normal Punkt, Funktionspunkt, Komposition oder halt monadische Komposition. Ja. Ach ja, und das ist Haskell, das heißt, die nutzen das hier aus Control-Kategorie raus. Ah, okay, das ist ein letzter Punkt, der noch interessant ist. Das ist noch ein Teil, try.peerscript.org im Browser, das ist ja JavaScript-Kompilation, das heißt, das hier rechts ist von dem hier links kompiliert. Und dann kannst du so Sachen machen wie Slides. Und das nutzt halt dann ein PureScript-Modul. Resolved gerade noch. So. Kompiliert es dann live. Importiert halt das Slides-Modul, was aus einem Paket ist, PureScript Slides. Und dann kannst du hier die Präsentation in ganz normal Kombinatoren bauen. Hat dann halt hier so Methoden, was links nebeneinander, rechts nebeneinander, übereinander zu setzen. Und kann das dann, ja, schaut dann halt so aus. Und das kann man live im Browser sich anschauen. Das schmeiße ich dann auch in die Links. Der Mensch, der den Compiler gebaut hat, hat dieses try.purescript.org umgebaut von JavaScript. Das war ursprünglich komplett in JavaScript, zumindest die, halt nicht, was nicht der PureScript-Compiler ist, hat das umgebaut nach PureScript und hat da eine Videoreihe. Ich weiß nicht, wie lang die geht. Ich habe mir mal ein, zwei Videos angeschaut, wie man quasi eine JavaScript, große JavaScript-Codebase oder mittelgroße nach PureScript konvertiert in der Realität. Was war das? Ich würde einfach mal, wenn es euch interessiert, wie das in die Libraries so ausschauen, auf Pursuit gehen und hier mal ein paar Sachen anklicken. Also es gibt wirklich schon viel Zeug. Also nicht annähernd so viel wie bei Haskell, aber es gibt so 3-4 UI-Libraries, die nutzen irgendwie dann coole Behaviors, also FRP im Endeffekt. Das ist auch von Phil Freeman geschrieben, PUF 31. Das ist so ein Functional Reactive Programming Framework. Was großartig ist. AFF würde ich jetzt nicht mehr zeigen, das kann man vielleicht mal so irgendwann machen. Das ist quasi diese Callback-Hölle, die man in JavaScript oft hat, kann man invertieren wieder. Also man muss ja immer wieder Callbacks angeben, die dann quasi weiterspringen in eine andere Funktion und dann in eine Error-Funktion. Und das kann man invertieren und dann kriegt man quasi so Blöcke, die einfach wie normale Do-Blöcke ausschauen, aber die teilweise blocken, teilweise nicht blocken. Also Non-Blocking, das Node, gerade in das Node.js-Zeug passt es wunderbar rein, weil dieses ganze Non-Blocking, Callback-Based, I.O.-Zeug, das wird dann einfach ein normaler, linearer Do-Block in PureScript. Ja, das ist großartig. Ja, das ist vermutlich auch einer der größten Verkaufspunkte für PureScript, dass du die Callback-Hölle nicht mehr hast. Ja, steht hier auch. Das würde ich mir unbedingt mal anschauen. Und für Leute, die Haskell begeistert sind und sich da schon ein bisschen auskennen, ist interessant, in Prelude sind die ganzen Typklassen definiert. Zum Beispiel Monad. Und in Haskell gab es ja ursprünglich nur Functor und Functor, eine Monade muss halt Functor implementieren. Und in PureScript ist das viel feingliedriger aufgeteilt. Eine Monade muss nicht nur Applicative implementieren, was ja jetzt gerade erst in Haskell reinging, sondern auch Bind. Eine Monade hat gar keine, also Monad hat gar keine eigenen Funktionen, sondern die Funktionen stecken zur Hälfte in Bind, nämlich Bind, und zur anderen Hälfte in Applicative. Und Applicative basiert wieder auf Apply, also Applicative enthält nur Pure und Apply enthält dann die Apply-Funktion, die dieser Stern hier in Haskell ist. Und Apply basiert dann auf Functor.
Und sie haben einen richtigen Nummernstack, der irgendwie sinnvoll aufgebaut ist. Nämlich zum Beispiel Int und Number. Okay, Number finde ich vielleicht nicht. Also Semi-Ring hast du ja vorhin schon mal gesagt, ja. Genau, wir sind ja bei Semi-Ring. Das hat irgendwie Plus und Mal, aber kein Minus, ja. Das hat Addition, Zero, Multiplication und One. Mhm. Und dann gibt's Ring und das implementiert dann Semi-Ring. Und es hat dann halt noch Subtraktion, Abziehen. TM. Und im Semi-Group Monoids sind natürlich richtig gesplittet und dieser Scheiß, Hating Algebra, kann man auch, ne, Boolean kann man nicht anzeigen, welche Klassen sie implementiert. Und dann geht es halt noch weiter, das Commutative Ring gibt es auch und das hat dann wieder keine Instanzen, aber das sagt dann halt, man kann kommutieren. Ja. Ich wollte jetzt auch aufhören. Bitte schön. Ich hoffe, es war erleuchtend.